einen wunderschönen guten Abend. Es ist noch gar nicht Halloween, oder? Wann ist Halloween? Am? Nächste Woche. Nächste Woche, genau. Aber es wird ja schon zelebriert. Genau, bevor irgendwelche Leute jetzt denken, es ist eine Geistererscheinung da irgendwie links oben und Alexa und Alexander haben sich verändert. Es handelt sich hierbei um Sven Fössing, Slimer und Mickey Maus in Form eines Kürbisses? Ja. Das ist bizarr. Hallo Sven. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Hallo Tommy. Hallo, du bist heute da, weil du kein Geisterjäger bist. Genau, genau. Sondern also ein Ghostbuster. Von Ghostbusters, also absolut keine Ahnung. Ja, genau. Franchise, das mir völlig egal ist. Also. Schalt's ein, komm. Also, ja. Ja, aber nicht kreuzen, ne? Ja. Unfassbar. Bisschen enttäuschend auch, aber schon auch toll. Ja. Bernd, hast du irgendwelche Requisiten außer dir selbst? Nein. Nein, ich habe hier weitgehend gar nichts hier. Außer dem Wesen im Kühlschrank. Genau, der Bademantel, den Holm da anhat, den habe ich auch, aber der ist noch original verpackt in dem Paket, das da hinten liegt. Das muss ich bei Gelegenheit mal auspacken. Ja, und Holm, ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei. Kannst du bitte kurz erklären, was zur Hölle? Ja gut, also dass dich gelegentlich schon mal Leute damit schockiert haben, dass sie zu Beginn einer deiner Veranstaltungen mit Bademänteln aufgetaucht sind, das hatten wir ja schon. Mehrfach. Und aus diesem Event sind ja die Zeugen Kühlwaldis hervorgegangen und die Zeugen Kühlwaldis haben jetzt ihren gebrandeten Bademantel. Insofern dachte ich mir, den muss ich doch heute mal überziehen. Das ist der Hammer. Außerdem sieht das ja schon so ein bisschen passend zum Thema aus. Also, ja. Und Kühlwaldi ist wiederum das Wesen, das mutmaßlich in Bernd Harders Kühlschrank wohnt, was wir nie erfahren werden, weil es nämlich Schrödingers Kühlwaldi die ist. Ne? Weil wir nicht wissen, ob es darin wohnt, weil du ihn nicht öffnest. Ja, ja, was uns inhaltlich nicht wirklich, aber auf so eine verschobene Art dann doch wieder zu Lydia bringt. Hallo Lydia, schön, dass du es gerade noch geschafft hast. Jawohl, genau. Ich komme gerade aus Hamburg. Genau, und du klingst heute nicht so professionell wie sonst, weil dein USB-Mikro kaputt ist. So ist es leider, habe ich jetzt das Ersatzmikro, aber solange ihr meine Worte versteht, ist hoffentlich alles noch im grünen Bereich. Ja, also falls du... Hustest schon. Genau, du hast mich angesteckt mit deinem Husten, Lydia, über Zoom. Oh nein. Lydia, wow. Falls du in Zoom die Möglichkeit hast, deinen Ton etwas hochzudrehen, kannst du da mal kurz gucken, du weißt, Audioeinstellungen... Oh, Moment, warte, ich versuch's mal, Audioeinstellungen... Ja, einen Moment. Geht leider nicht. Ist da angehakt automatische Aussteuerung? Da steht einfach Eingabelautstärke ist halt nicht veränderbar. Oh. Achso, ja, schalt die automatische Lautstärke aus. Einen Moment, warte, oder? So vielleicht besser, jetzt habe ich das Maximum. Nein, ist identisch. Dann tut es mir leid. Dann lassen wir das so und ich drehe den Kompressor hoch. Apropos Kompressor, nee, ist Quatsch. Tom Pedal, du hast nichts mit Kompressoren zu tun, oder? In keinster Weise. Siehst du? Und das ist das, was dich mit Kompressoren verbindet, nur eben indirekt. Du bist von den Ghost Huntern NRW und Wupp, richtig? Genau, NR Wupp. NR Wupp? Henna Wupp. Das Wupp, weil wir uns damals in Wuppertal gegründet haben. Henna Wupp. Und, genau, und das, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was dein Ghost Hunting maßgeblich von Svens Ghost Hunting unterscheidet, einmal kurz der Disclaimer für den Elefanten im Raum. Die Waschgaus haben ziemlich sicher Corona und liegen malat zu Hause rum und haben auch keinen Geschmackssinn. Was heißt, dass ihnen alle Freude genommen wurde, was sehr traurig ist. Und heute Morgen ging es schon los, als Alexa schrieb, irgendwie der Kaffee schmeckt nur noch zu 10% oder war es der Alexander? Also es war irgendwie, ja, und dann ging es ganz krass bergab. Also alles Gute, liebes Ehepaar Waschkau, dass ihr bald wieder fit und gesund werdet und dass auch der Kaffee bald wieder schmeckt, ohne den insbesondere Alexander nicht leben kann. Ich meine, trinken kann ihn trotzdem, es bringt nur nichts. Oder? Ich meine, naja, gut, wenn man ihn nicht schmeckt, aber trotzdem das Koffein kickt. Ja. Oder?
Das reicht auch. Aber der Spaß ist schon irgendwie ein bisschen... Der Spaß hat ein Loch, das muss man ganz klar sagen. Genau, wir reden heute über Spuk und da würde ich gleich mit dem Tom beginnen, denn Tom, du huntest Ghosts, aber auf eine bestimmte Weise und da du schon vor langer Zeit das erste Mal zu Gast warst, würde ich dich bitten, dein kleines Vorträglein, was ihr denn genau macht und was ihr nicht macht, noch einmal zu halten. Also wir versuchen, Spukphänomenen auf den Grund zu gehen, sei es Geschichten von Locations oder wenn Leute uns von Spuk zu Hause berichten, dass wir da einfach auf den Grund gehen, was wirklich dahinter steckt. Und in den, ich sag mal, 99% aller Fälle hat es nichts mit irgendwelchen Geistern zu tun. Und der Rest, der übrig bleibt, ist vage. Ich dachte schon, als du das Wort begonnen hast, ist wahr. Vage. Okay, und es ist einfach noch nicht erklärbar. Und ich meine, gut, die Frage kommt natürlich immer und da ist sie auch schon wieder. War denn schon mal irgendwas dabei? Irgendwas? Du, wir machen das jetzt seit 12 Jahren, meine Lebensgefährtin und ich, und haben seit 2012 unser eigenes Team und wir haben vielleicht Ergebnisse, die man maximal an 2 Händen abzählen kann, die interessant sein könnten. Darunter ein paar Fotos, 1-2 Fotos und dann vielleicht mal eine Tonaufnahme, eine Sichtung, aber das war es dann eigentlich auch. Und wieso machst du dann da weiter, wenn da nie was ist? Weil es mir sehr am Herzen liegt, aufzuklären, den Menschen klarzumachen, dass es nicht immer was Paranormales ist, was vielleicht anderorts denen suggeriert wird oder eingeredet wird. Wir versuchen halt auch, den Menschen in erster Linie auch Ängste zu nehmen. Kommt ihr dann da auch mit so wie der Sven beim Geisterjagen, kommt ihr da mit lauter so Plastikgeschirr und Dingen, die blinken und dem Gerät das Ping macht? Also wir haben sicherlich das ein oder andere Gerät, was auch ein paar Töne von sich gibt oder ein paar Leuchtdioden hat. Aber in erster Linie nutzen wir die Dinger, diese Messgeräte, um festzustellen, ob in der Wohnung vielleicht Elektrosmog ist. Weil das auch Auswirkungen haben könnte auf so eine Wahrnehmung. Wenn es Elektrosmog denn gäbe, Holm? Ja gut, also es ist immer die Frage, was man unter Elektrosmog versteht. Versteht man das als etwas, was Auswirkungen auf den Menschen unmittelbar hat, dann, dann müsste man schon sehr massive Felder da drin haben. Versteht man es als etwas, was technische Geräte beeinflusst, dann ja, das kann durchaus passieren. Das ist allerdings in den allermeisten Fällen ist das der tatsächliche Elektrosmog eher in Leitungen als also so Netzinstabilitäten und solche Geschichten. Also ich hatte, ja bitte. Tom? Also ich kann dazu sagen, wir hatten einmal den Fall, wo ein Kind gesagt hat, dass es in einem Kinderzimmer eine Gestalt sieht, haben dann diese Geräte ausgepackt, dieses EMF-Messgerät und festgestellt, dass die Geräte komplett ausschlugen. Sie sind dann in den Keller da drunter gelaufen und da war eine Heizungsanlage. Wir haben dann empfohlen, dass das Bett woanders hingestellt wird und da konnte das Kind dann wieder schlafen, normal schlafen, hat keine Sichtungen mehr gehabt. Ob es jetzt wirklich wie diesem Elektrosmog oder ob da wirklich Elektrosmog gewesen ist, das kann ich dann jetzt so nicht beurteilen. Aber es war eine Erklärung gewesen. Bernd, habt ihr schon mal Elektrosmog bei der GWUB untersucht? Haben wir bestimmt, aber würde ich gleich sofort an Holm oder an Florian, wenn er da wäre, weitergeben, davon verstehe ich. Also ich weiß von Fällen, wo sogenannte Elektrosensibilität untersucht worden ist. Mhm. Also Leute, die behaupten, dass sie spüren, ob irgendwo ein Strom fließt. Das gab es allerdings sogar schon mal bei Wetten, dass. Ja, genau. Und da, also ich meine, da gibt es natürlich auch wieder so Geschichten. Also was zum Beispiel passieren kann, ist, dass wenn du elektrische Einrichtungen hast, die bei 50 Hertz vibrieren können, also die da eine Resonanzschwingung haben und du schickst da 50 Hertz Wechselstrom durch, dann fängt es an zu vibrieren. Ich hatte mal so eine Lampe im Wohnzimmer. Das gibt es zum Beispiel, aber dass man tatsächlich elektrische Felder oder elektromagnetische Felder in der Größenordnung, wie sie um normale Elektrogeräte herum auftreten, spürt, hat noch keiner belegen können. Okay. Was wir vor einer Zeit mal hatten bei der GWUB, war jemanden, der meinte, er könnte Magneten spüren und der auffällig gute Ergebnisse hatte, jedenfalls im ersten Durchgang. Dann wurde ihm gesagt, jetzt müsste man ihn doch vor einem zweiten Messdurchgang genauer kontrollieren, dass er da keine technischen Hilfsmittel einsetzt, um diese Magnete zu spüren. Und daraufhin fand der zweite Durchgang nie statt. Okay. Ja, im Chat wurde gerade schon geschrieben, ich hatte ja dieses Topfdeckel-Erlebnis als Kind.
Ich habe einfach einen Topfdeckel auf die Herdplatte, so diese typischen Nicht-Ceranfeld-Kochfelder gelegt, die man so in den 70ern hatte, aus irgendwelchen Gründen oder hingeschoben oder irgendwas. Und plötzlich sprach etwas zu mir auf, ich weiß nicht mehr, Russisch oder irgendwie so, oder Griechisch. Das konnte ich nicht so richtig ausmachen, und zwar wirklich eindeutig. Also jetzt nicht so, es klappert irgendwie was und man könnte jetzt denken, okay, das ist jetzt irgendwie eine Stimme oder auch nicht, sondern es war eindeutig eine Stimme. In so einem typischen Salbadern-Moderationstonfall. Und als ich den Topfdeckel dann berührt und verschoben habe, war es weg. Also, keine Ahnung, wie man mit einem Topfdeckel, der vielleicht perfekt instabil gelegen ist, irgendwie eine Langwelle empfangen kann, müsste man aber... Gibt dieselbe Geschichte ja auch, oder nein, in dem Fall die gleiche, hatten wir eben schon die Diskussion. Es gibt ja die gleiche Geschichte mit Leuten, die behaupten, dass sie mit Zahnkronen Radioprogramme hätten empfangen können. Da soll wohl auch irgendwas dran sein. Gott, aber das will, wie nervig. Physikalisch kann ich das nicht näher erklären. Das ist halt so ein Heimatkanal hier. Habe ich mir aber nicht näher angeguckt. Oh Gott. Aber hatte Luca Du nicht auch mal so einen Fall gehabt mit einer Teekanne? Oder? Trinkt er ja, genau, doch die Lydia nicht. Das ist einer von zwei Fällen, den er seit 30 Jahren in jedem Buch erzählt. Ja. Genau, der Teekessel, der Stimmen aussendet und die Kompassnadel, die ausschlägt, wenn der Fahrstuhl vorbeifährt. Wer hat Luca Du gesagt? Den habe ich, Tommy, keine Sorge, den habe ich erst letzten Donnerstag gesprochen, weil wir uns ab und zu bei einem Arbeitskreis, den ich nicht näher spezifiziere, mal treffen, immer wieder austauschen, dass wir uneinig bleiben in verschiedensten Themen und dann wieder gehen. Das machen wir zweimal im Jahr. Ja, aber ich das glaube, ist aber auch irgendwie interessant. Ja, aber ich meine, das ist doch in Ordnung, dass man sich... Ich habe dich diesmal im Stich gelassen dabei. Ja, das stimmt, aber ich habe es auch alleine hinbekommen. Du hast auch alleine geschafft, ihn zu ignorieren, das ist schön. Nein, eher kontrovers zu diskutieren, das ist ja mehr so meins. Naja. Apropos kontrovers diskutieren, lieber Sven Fössing, du hast schon gedacht, dass es jetzt um dich geht, ne? Du als großer Ghostbusters-Freund, Fan und Merchandise-Opfer Deluxe. Ich frage dich nachher noch, was du eigentlich alles besitzt, aber ich weiß, dass du eine Sache besitzt, um die ich dich heute bat, dass du sie im Besitzen mögest. Kannst du das vielleicht einmal kurz anreißen, was es ist und was es sich handelt und welche Funktion es für dein geliebtes Franchise hat? Und zwar hast du mich gefragt, ob ich ein Buch innerhalb von 2 Stunden doch mal eben noch schnell lesen könnte. Ja. Und zwar, das Buch heißt A History of Ghosts and irgendwie sowas. Und ist von Peter Aykroyd geschrieben, dem Vater von Dan Aykroyd, der hinter Ghostbusters natürlich steckt. Einer der Köpfe, die dahinter stecken. Weil er sagt ja von sich selber, die Familienmarotte sind Geister. Er sagt ja selber, er glaubt an Geister. Und die Familie hat halt über jetzt von Urgroßvater, der Samuel Aykroyd von 1850 bis irgendwie wann, der eigentlich Zahnarzt war. Aber in dieser Zeit kam das halt auch mit diesem Spiritismus-Gehabe wohl sehr hoch. Und der hat dann angefangen, in dem Ort so Medien oder Leute, die halt irgendwas hören, sehen, und hat das dann analysiert, und das wurde dann in so einem, über jetzt die Familiengeschichte in ein Buch verfasst, und da geht es halt darum, das ist halt so, sagen wir mal, ganz interessant geschrieben, natürlich halt Dan Aykroyd, der sagt, ja, natürlich glaube ich an Geister und ich gebe das jetzt auch weiter. Aber es hat schon so ein Promo. Ich mache jetzt gerade rein zufällig eine Sendung über Geister. ja, genau. Und, zufällig. Von Ghostbusters. Aber ich finde, also, deshalb hatte ich so ein Problem mit, weil du sagst, er schwurbelt. Ich finde das so ein bisschen, ne, also ich sage, Herr Schwurbler ist so einer, der dir die Tür eintritt und dann sagt, hier, du glaubst jetzt daran. Er ist da halt ein bisschen zurückhaltender und ja, ne, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Geschäftssinn, der einfach dahinter steckt. Du meinst, er inszeniert sich so, weil sein Moneymaker Ghostbusters das Franchise ist? Ich denke, dass das ein Teil davon. Ich glaube schon, dass er das glaubt. Dass die Familie in vierter Generation, dritter Generation. Ja, das hilft ja dann nichts. Dann muss man es ja glauben. Da musst du glauben. Ne? Nee. Aber wenn du auch merkst, dass dieser Glaube dir zu Geld verhilft, ja, zu viel Geld, ist das vielleicht so eine Sache, die die ganze These dann vielleicht noch unterstützt. Ne? Also.
hast du das Buch auf, das hast du aber nicht live gekauft als gedrucktes Erzeugnis, sonst wäre es schwierig geworden, sondern es gibt das E-Book. Ne? Das E-Book habe ich mir gerade gekauft und innerhalb von anderthalb Stunden komplett dreimal durchgelesen, übersetzt in sieben Nein, also es ist halt, wie gesagt, er schreibt halt, also er ist halt der perfekte Verkäufer. Ich glaube, der letzte Absatz ist mit, ja, und hier ne, Family Business und dieses Buch ist wirklich gut geschrieben, glaubt es mir, ne, ihr werdet es lieben. So, okay, klar, danke. Ja, ich habe es ja schon gekauft. Und sonst sonst hättest du das nicht lesen können. Und die Druckversion, ist das ein Sammlerstück dann, oder? Ja, kurioserweise, ich habe auch gedacht, ach komm, dann bestelle ich mir das auch noch in die Druckausgabe, aber das wird bei Amazon gerade von Verkäufern für 500 Euro, du kriegst sie bei eBay so ab 100, 200 Euro. Die ist halt einfach out of print seit ewigen Zeiten und es ist ja aber jetzt auch nichts Besonderes oder so. Ja, aber das wundert mich, warum ist das out of print? Das ist doch etwas, was Fans vielleicht kaufen wollen würden. Nicht, dass ich das unterstützen wollte, aber... Ich habe just, als ich das geholt hatte, mit einer Freundin telefoniert, die auch Ghostbusters-Fan ist und die sagte, warum verkaufen die das nicht? Die können doch Geld damit... Wir ganzen Ghostbusters kaufen doch jeden Scheiß, ne? Gibt's das auf Deutsch? Nee. Okay. Dann irgendwie beruhigt mich das aber auf eine Art, ehrlich gesagt. Dass quasi das Ghostbusters-Franchise nicht in die, ich nenne es mal Realität, rübergeschwappt ist, insofern, dass dann Leute tatsächlich zum Geisterglauben verführt werden. Oder? Nee, das nicht. Oder hast du in deinem Ghostbusters-Fandom Leute kennengelernt, die tatsächlich glauben, A, dass es Geister gibt und B, dass man mit dem Plastikgeschirr, was du da gerade gezeigt hast... Ich glaube, also ich denke, dass da einige sind, die auch an Geister glauben. Ich habe aber noch keinen erlebt, der mit einem sagte, das Ding hier mit dem PKE können wir jetzt wirklich Geister messen. Weil ich glaube, das wäre das erste und das letzte Gespräch mit der Person gewesen. Also ich glaube aber auch ganz ehrlich, also so, das ist ja so überdreht und so schräg und das macht es ja auch irgendwie so gut. Also das ist ja ungefähr so, wie viel überzeugte Hardcore-Christen hast du, die Life of Brian super finden. Ja, ich meine, klar, die gibt's, aber. Also stimmt. Es gibt ja zwei Sachen, die, also einmal habe ich in einem, also wir waren mal in einem Europapark, ja, zu Halloween passenderweise, und da darfst du dann auch im Kostüm im Europapark, und dann sind wir als Ghostbusters gegangen, und da kam einer an aus der Schweiz, der wirklich, also das war auch keine Verarsche, der wirklich dachte, ich wäre echter Geisterjäger und fing mir dann an von seinen Geistererscheinungen an, ne? Und Moment. Ich wollte die ganze Zeit versuchen. Warte, ihr wart in einem Freizeitpark zu Halloween, wo alle verkleidet waren, und der geht ausgerechnet zu dir hin, weil du als Ghostbuster Cosplay rumläufst und denkt, du bist ein echter Geisterjäger. Ja. Dieser Mann braucht Hilfe. Gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Und dann bist du weggegangen. Ich habe mir ganz kurz gedacht, so, okay, kein Problem, zahl mir 500 Euro, ich komme in die Schweiz und guck dir dein Haus an und sag das und das. Aber nee, also Quatsch. Also, du Arsch. Das war wirklich der. Hättest du ihn noch schnell ausgenutzt, weil alle. Für 1000 hätte ich es gemacht, ne? Weil alle Schweizer so viel Geld haben. Ja, genau, klar, das ist doch so. Nee, aber das war so eine Situation, wo ich auch so, okay, ernsthaft, Kerl. Nein, es ist. Oh Mann, ey. Lydia, du hast vorhin im Vorgespräch erwähnt, du hast demnächst, ich hab's nicht ganz kraft, du hast demnächst eine Sendung irgendwie, wo es um Spukgeschichten geht, oder kannst du das nochmal kurz so erläutern, dass ich das auch verstehe? Also genau, es gibt jetzt an Halloween die Ausstrahlung einer Sendung mit dem Titel Spukleben mit dem Unheimlichen. Und das ist dann MDR-Mediathek, müsste das dann sein. Genau, auf jeden Fall... kam ich da eher zufällig hin, wahrscheinlich über die Grupp-Aktivität so. Und das Interessante für mich war, dass es ja darum ging, vom Grundprinzip, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das kann man sozusagen der Ankündigung entnehmen, dass da Menschen eben ihre persönlichen Erlebnisse geschildert haben. Und es geht ja auch uns, auch aus der skeptischen Perspektive, immer darum, nicht die Erlebnisse abzuwerten, sondern eine Erklärung anzubieten, die eben mit den naturwissenschaftlichen Gesetzen in Einklang ist und nicht mit übernatürlichen Überzeugungen. Und gerade da habe ich wieder gemerkt, wie stark emotionale Bedeutung eine Rolle spielt dabei, wie Menschen reagieren auf eine naturwissenschaftliche Erklärung. Und das also habe meinst ich du jetzt negativ? Oder? Ja, tatsächlich
Das habe ich auch schon vorher durchaus häufiger mal beobachtet, aber gerade durch diese Sendung ist mir das dann nochmal vermehrt klar geworden, weil ich da mehrere Stunden sozusagen in so einer Gesprächssituation war mit Menschen, die solche Erlebnisse hatten. Und einerseits wurde denen dann eine Erklärung angeboten durch eine Frau, die glaubt, sie könne halt übersinnlich Dinge erspüren und mit Toten in Kontakt treten. Und andererseits dann wurde durch mich und einen sehr geschätzten Sozialpsychologen sozusagen die rationale Erklärung angeboten. Und ich fand so spannend, dass bei einigen Geschichten das Bedürfnis, den Glauben zu behalten, so groß war, dass sozusagen auf die rationale Erklärung nicht einfach mit, das erscheint mir nicht plausibel, sondern wirklich emotional reagiert wurde. Also teilweise sogar sehr emotional. Also als würde man ihnen was wegnehmen. Ja, ja, genau. Und das ist dann natürlich der Fall, wenn die Selbstdefinition und vielleicht auch ein Selbstwertgefühl gekoppelt sind an entsprechende Überzeugungen. Und das ist ja etwas, womit wir immer in unserer, sagen wir mal, naturwissenschaftlichen Welt zu tun haben, dass wenn Menschen emotionalen Nutzen haben durch einen Glauben, dass dann die rationale Erklärung natürlich nichts bringt, denn sie haben das Gefühl, man würde ihnen eben was wegnehmen. Und an der Stelle dachte ich mir, mache ich mal aufgrund dieser Erfahrung so ein bisschen die Diskussionsrunde heute hier auf, an welchen Stellen es sinnvoll ist, in solche Diskussionen einzusteigen oder wie man auch Menschen eine Alternative anbieten kann für das, was man ihnen sozusagen gefühlsmäßig wegnimmt. Und ich dachte, vielleicht könnten ja diejenigen, die hier auch Erfahrung haben als hier Ghost Hunter zum Beispiel, auch da so ein bisschen ihre Ansichten zu diesem Thema kundtun, weil ich finde, das ist immer wieder wichtig für uns, uns auch mit dieser emotionalen Komponente und ihrer Bedeutung zu beschäftigen. Absolut, darum ist es ein Geschenk der Götter, wenn es welche gäbe, dass der Tom heute hier ist. Denn du, Tom, du, naja, wie soll ich sagen, du nimmst ja regelmäßig Leuten eigentlich was weg, oder? Kann man das so überspitzt formulieren? Ja, also wir versuchen halt auch sehr viel aufzuklären, gerade auch was jetzt dieses ganze Equipment angeht, was auf dem Markt ist. Und da gibt's, ich muss es einfach so sagen, ist, man kann es unter die Überschrift Geschwurbel einfach packen. Das meiste Equipment kannst du in eine Tonne kloppen. Es werden Untersuchungen damit in Privathaushalten gemacht, den Leuten irgendwas eingeredet. Sei es, letztens hatte ich den Fall gehabt, dass einer jungen Familie erzählt wurde, dass sie über die Kinect, halt diese Spielbox, diese Spielekonsole von der Xbox, das ist so Strichmännchen. Da werden dann Geister als Strichmännchen gezeigt, wie man sehen konnte, wie so ein Dämon zu einem Kleinkind gekrabbelt ist. Die erzählen das mit voller Überzeugung. Und über so einen Quatsch klären wir halt auch auf. Aber es ist auch wirklich so, dass wir auch Fälle von Privatklienten bekommen, die schon von vornherein davon ausgehen, dass sie Geister zu Hause haben. Und wenn man denen aber rationale Erklärungen dafür anbietet, die teilweise abblocken und dann auch etwas abbrechen, auch Kontakt abbrechen, weil die einfach nichts Rationales hören wollen. Die wollen einfach darin bestärkt werden, dass es wirklich was Geisterhaftes ist. Ist das dann ein Moment, wo du das Gefühl hast, du musst, ich meine, keine Ahnung, je nachdem, wie schlimm das ist, wie soll ich sagen, Behörden Bescheid sagen, dass da Menschen sind, die Hilfe brauchen oder sowas? Oder ist das Die Frage ist, an wen wendet man sich? Nicht an den Sven, da bin ich mir schon mal sicher. Nee, aber wir haben ja zum Glück, wir stehen im guten Kontakt mit Sebastian Bartoschek zum Beispiel. Und der hat uns auch schon bei, ich glaube, 3 oder 4 Privatuntersuchungen begleitet und Vorgesprächen geführt, wo wir das Gefühl hatten, da muss ein Psychologe mit ran, weil da bringen die rationalen Erklärungen bringen nichts. Aber es hat sich dann auch herausgestellt, dass die Frauen dann teilweise in Behandlung gehörten, beziehungsweise dass da weitergehendes gemacht wird. Aber Menschen, die... Ja, wobei, ja, Holm. Letztlich, ich meine, solange jemand keinen Leidensdruck hat und zufrieden ist mit der Geschichte, dass er seinen Geist zu Hause hat, ist es natürlich auch, also Punkt 1, muss ich den therapieren? Punkt 2, kann ich ihn natürlich auch gar nicht therapieren, wenn er das nicht als notwendig wahrnimmt. Also, das waren mehr so Angebote, aber bei einer Frau war es so gewesen, die fühlte sich total besessen. Und auch während wir da waren, hat sie sich plötzlich aufgeregt und dann sprachen so mit einer etwas anderen Stimme, ja, mein Herr, ja, mein Meister und so weiter. Und da war es aber schon so, dass sie auch schon von sich aus in Kürze in eine stationäre Therapie gehen sollte. Aber von solchen Leuten wirst du kontaktiert und die erzählen dir halt auch, was oder wie viel Tausende von Euro sie an Geistheiler ausgegeben haben, an
Kartenleger und so weiter. Eine war drunter gewesen, die hat ihr erzählt, sie dürfte keinen Fernsehen mehr gucken, weil durch den Fernsehapparat kommen die Aliens und manipulieren sie zum Beispiel. Ah, das ist so furchtbar. Aber das, was ich bei Lydia rausgehört habe, klang jetzt nicht so, als wären das Menschen gewesen, die jetzt wirklich ernsthafte psychische Erkrankungen aufweisen würden. Genau. Es ist wichtig, dass du das auch ansprichst. Und das finde ich dann auch besonders verheerend, wenn solche Menschen dann von diesen dubiosen Esoterik-Angeboten auch noch missbraucht werden, weil sie ja auch gar nichts dagegen tun können in ihrer Erkrankung. Also das ist nochmal was anderes. Genau, das muss man aber auch erwähnen, denn das ist natürlich wichtig in diesem Sektor. Gut, dass du das ansprichst. Ich meine tatsächlich auch Menschen, und das war in dieser Sendung so, nach allem, was man aus dieser Sendung jetzt beurteilen kann, keine Anzeichen dafür gezeigt haben, irgendeine psychische Erkrankung aufzuweisen, jedoch irgendwann einmal für sich aufgrund ihrer Erlebnisse und der Deutung offenbar so eine Art emotionalen Gewinn dadurch hatten. Zum Beispiel hatte ich bei einer Person den Eindruck, dass diese Person durch die Auseinandersetzung mit ursprünglich sehr gruseligen, beängstigenden Erlebnissen dann als erstes Angebot, das Angebot von solchen Menschen, die glauben, sie könnten mit Toten kommunizieren, bekommen hat, dass das ja tatsächlich dann ein Erlebnis mit toten Seelen gewesen wäre und dass er dann immer mehr sich da eingearbeitet hat, genau in diese ganze Pseudowissenschaft mit diesen Pseudomethoden, die auch gerade hier schon erwähnt wurden, und dass er jetzt dadurch glaubt, er wäre quasi vielleicht so eine Art paranormaler Experte. Und ich glaube, er hat sich dann so an diesen Erklärungsansatz innen hineingearbeitet. Und das war dann auch erleichternd, weil für ihn war das ja dann eine Erklärung, dass diesen Ansatz ihm dann nach einer langen Zeit zu zerstören und zu sagen, das, womit du dich jetzt so lange beschäftigt hast und von dem du glaubst, es sei die Erklärung, das ist leider gar nicht die Erklärung, sondern in Wirklichkeit ist es viel unspektakulärer und da steckt auch nicht eine besondere Verbindung zum Reich der Toten dahinter, sondern ganz natürliche Phänomene. Ich glaube, das war einfach emotional verletzend, also wirklich tief desillusionierend. Und das hatte ich dann in der emotionalen Reaktion zumindest wahrgenommen. Also der wollte auch nicht auf die Argumente eingehen, sondern ist wirklich wütend geworden über diese Argumente. Aber Bernd Harder, das habt ihr doch in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Psychologie? Das habt ihr ja. Wissenschaften. Parapsychologie. Ah, ich war so nah dran. Das habt ihr ja eigentlich doch immer mal wieder, weil da geht es ja jetzt nicht nur um Spuk, sondern generell um Überzeugungen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele Menschen einfach emotional reagieren, wenn man ihnen etwas wegnimmt, was sie als den ganz integren Teil ihres Lebens eigentlich sehen, oder? Das kommt jetzt so direkt wie bei Tom oder Lydia nicht vor, weil wir machen ja keine Beratungsarbeit. Bei uns kann man ja nicht anrufen und kann irgendwelche Geschichten erzählen. Das kann man zwar versuchen, aber dann sagt Martin Mahner sehr höflich, ich gebe Ihnen eine andere Nummer oder irgendwas. Also wir machen ja keine unmittelbare Beratung. Wir stellen halt auf allen möglichen Kanälen Informationen zur Verfügung. Was die Leute damit anfangen oder auch nicht anfangen, kriegen wir ja unmittelbar nicht mit. Die Problematik hatte ich ja auch bei der Con letztes Jahr angesprochen, dass wir tatsächlich den Eindruck haben oder hatten, wir nehmen den Leuten was weg, ohne was dafür geben zu können. Genau. Aber ich hatte das ja auf der Con ja auch schon dahingehend korrigiert, dass jetzt besonders hier im Zusammenhang mit Ferngespräch und mit der ganzen Community sehe ich das mittlerweile nicht mehr so. Und zu dem, was Lydia gesagt hat, ja, wenn mir sowas passieren würde, ich habe ja das Glück, in dem Fall, ich bin kein Psychologe, kein Therapeut, mir ist das schlicht egal, ob ich den Leuten damit was zerstöre oder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe, die zu pampern oder irgendwas. Ich sag halt, aber du musst doch helfen, wenn du helfen kannst. Das machst du schon. Du bist ja kein Unmensch. Ja, sag jetzt nichts Falsches, Bernd, ich habe dir eine Rampe gebaut. Aber in dem Fall, den Lydia schildert, kann man ja praktisch nicht helfen. Man kann ja nur sagen, wo man die Problematik sieht und wie man sich das erklären würde und kann ein paar Brücken bauen und ein paar Hilfestellungen. Wenn der oder diejenige dann so reagiert, wie Lydia das beschreibt, was ich auch kenne, dann muss ich halt sagen, ja, okay, we agree to disagree. Aber der entscheidende Punkt, meine Erfahrung, auf die Lydia ja hinaus will, wie wir das sehen, ich denke, das kommt auch Holm nickt die ganze Zeit so ein bisschen zustimmen. Ich glaube, das kommt ja auch in seinem Buch raus, in den Bekehrungsgeschichten, die er schildert, also wo Leute zum Skeptizismus gewechselt sind.
wir kriegen ja langfristig nicht mit, was das bei den Leuten auslöst. Ich sehe unsere Aufgabe darin, so eine Art mit diesen rationalen Erklärungen eine Tür aufzumachen. Wann die Leute da durchgehen und ob sie durchgehen, das kriegen wir nur ganz, ganz selten mit, wenn überhaupt. Aber ich denke, jemand muss diese Tür aufmachen. Und vielleicht kommt, wie gesagt, habe ich schon x-mal ja gesagt, nächste Woche kommt jemand anderes, der vielleicht dasselbe sagt wie ich. Und in 4 Wochen sagt irgendein Verwandter, der zufällig zu Besuch ist, vielleicht nochmal dasselbe wie ich. Und dann sind es schon 3 Leute, die auf den einreden. Und vielleicht fängt es irgendwann doch mal an, im Kopf Klick zu machen. Und nach 5 Jahren sitzt der Mann vielleicht da und kann mit diesem ganzen Geisterzeug nichts mehr anfangen und denkt sich, na, siehst du, dieser bekloppte lange Typ da damals hatte vielleicht doch irgendwie recht. Also. Ja, oder wie Leuban Tofu hier im Chat gerade wunderbar zusammengefasst hat, mir ist es schlicht egal, ob ich den Leuten was zerstöre. Ja, Bernd genau. Hader, Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Ja, aber es ist ja auch so, es muss uns doch auch nicht jeder mögen. Und wenn man auf Dinge aufmerksam macht, die manchen Leuten halt unangenehm sind, dann kann man das irgendwie verpacken oder was auch immer. Aber faktisch ist, du kommst aus der Nummer ja nicht raus. Also entweder du sagst, also ich meine, natürlich würde ich auch niemandem was aufdrängen wollen. Also ich dränge niemandem eine rationale Erklärung auf, sei es für Spuk oder für... Ich meine, wenn jemand sagt, das ist ein Quantenphänomen, dann werde ich sagen, nee, sorry, du berufst dich da auf was genau. Einfach dafür nicht taugt. Und das, ja. du misshandelst hier meine geliebte Physik und das möchte ich nicht. Aber das ist ja ein anderes... Also wenn jemand an Geister glauben will, dann wird er an Geister glauben. Und wenn ich dem sage, es gibt keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass das, was du da gesehen hast, ein Geist ist, aber es gibt einen vernünftigen Grund anzunehmen, dass das möglicherweise eine Pareidolie ist oder eine Pareidolie, ein Bild, das man sich nicht erklären kann und also ein Bild, das nicht konsistent ist, das widersprüchlich ist und wo man beispielsweise ein Gesicht reininterpretiert, weil wir alle sozusagen gewöhnt sind, Gesichter zu erkennen. Ja, aber man kann auch Gestalten erkennen oder was weiß ich, Autos oder was immer man halt so gewohnt ist, was man häufig sieht. Ich erinnere mich an einen schönen Fall, ist jetzt kein Geist, sondern da ging es um UFOs damals, wo damals Werner Walter, einer der großen alten Gestalten der UFO-Szene, gesagt hat, in den nächsten Wochen wird man wieder viele UFOs sehen, weil die Venus so hell ist abends. Und ich war mit meiner Frau, damals Frau unterwegs auf der Autobahn. Und ich sagte, guck mal da vorne. Und da war halt die Venus. Und sie sagte, das ist ein Flugzeug, oder? Wir haben in der Nähe des Flughafens gewohnt. Insofern waren wir einfach gewohnt, überall Flugzeuge zu sehen. Mhm. Aber ja, also man interpretiert in Dinge das rein, was man halt erwartet zu sehen. Und das... Und das auch ganz automatisch, muss man sagen. Das ist irgendwie eine automatische Erkennung vom Gehirn. Also man muss sich nicht anstrengen, um zu versuchen, da drin was zu sehen, sondern das Gehirn erkennt automatisch ein Muster und ergänzt quasi das, was da gar nicht ist. Und dann siehst du plötzlich in einem Baum ein Gesicht, weil die Bäume halt von deinem Gehirn in Richtung eines Gesichtes interpretiert wird. Und deswegen siehst du dann halt in der Wolke ein Gesicht oder ein Häschen oder was auch immer. Und deswegen sehen manche Menschen auf Trostboten auch Jesus. Ja, man muss sich praktisch anstrengen, um sich klar zu machen, dass das eben nicht unbedingt so sein muss. Und das Gleiche funktioniert halt auch bei Stimmen, die man meint zu hören zum Beispiel. Und ich möchte an der Stelle mal kurz die Ehrenrettung anwerfen. Also ich weiß zum Beispiel vom Holm, dass er tatsächlich Menschen auch aktiv geholfen hat. Aus dem nahen Umfeld. Und du hast ein Buch geschrieben, was aus Hilfe besteht, Fakt und Vorurteil. Also da geht es ausschließlich nur darum, kann man wie und wenn ja, wie Menschen helfen. Da steht schon auch ab und zu mal drin, kannst du nicht. Ja, eben. Also muss man sich man sich auch darüber im Klaren sein, dass das halt nicht. Auch das ist ja eine Hilfe für Leute, die, sag ich mal, betroffen sind, wenn sie einen Onkel haben, der schwurbelt. Und dann ist es ja für mich eventuell eine Entlastung zu sagen, ich kann da jetzt im Moment nichts machen. Das ist auch eine Hilfe. Ja, ich denke, ein wichtiger Punkt auf das, was Holm auch angedeutet hat und worauf Lydia ja auch hinaus möchte, selbst wenn wir jetzt in so einer Situation sagen würden, okay, ich habe jetzt persönlich den Eindruck, das hilft dieser Frau jetzt, die braucht jetzt diese Erklärung, vielleicht ist er in einer Trauerphase, vielleicht. Aber der Punkt ist, warum ich persönlich trotzdem dann nicht sagen würde, ja, glaub doch, was du willst, weil wir einfach die Erfahrung haben,
zutiefst davon überzeugt sind, es hilft langfristig den Leuten eben nicht. Im Gegenteil, es hat langfristig verheerende Folgen, wenn jemand permanent den Kontakt zu an Verstorbenen sucht. Wenn jemand permanent mit seiner Trauer nicht klarkommt und versucht, dann mit dem oder der Verstorbenen zu kommunizieren, das wird zu einer Sucht. Das kann verheerende seelische Folgen haben. Viel, viel schlimmer, als wenn ich der Frau sage, hören Sie mit dem Quatsch auf und lassen Sie die Finger davon. Mhm. Die langfristigen Folgen, wenn ich die Frau gewähren lasse, sind viel schlimmer als das, was ich anrichten könnte. Und du kannst eine Menge anrichten. Ja, das kann ich. Das ist das eine, gut, dass du das sagst. Und das andere, die Gefahr, die ich immer sehe, ist, wie wir ja auch schon hatten, dass Menschen dann anfälliger sind für die Manipulation durch esoterische Angebote jeder Art, sei es von Leuten, die wirklich glauben, sie hätten übersinnliche Kräfte, oder von Menschen, die schlicht und ergreifend andere ausnutzen über diesen Glauben. Und du bist anfälliger, wenn du diesem Glaubenssystem natürlich bereits unterliegst. Mhm. Sag mal, Tom, es gibt ja Geister, Jäger, Vereinigungen, Vereine oder was auch immer, irgendwelche Hoodlums, die da weniger Probleme damit haben als ihr. Mhm. Die mögen dich jetzt nicht so gern, vermute ich jetzt mal. Ich denke mal, wenn man mich als Persona non grata der Ghost-Hunting-Szene bezeichnen würde, würde das vielleicht zutreffend sein. Persona non grata der Ghost-Hunting-Szene. Mhm. Ein Geist vielleicht gar? Ja, ich bin noch lebend. Nein. Ja, du bist ich, da, aber keiner sieht dich. Die würden eigentlich an dir vorbeilaufen und sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade irgendjemanden fast angestupst hätte. Ja, so in etwa. Nee, ich bin ein sehr ungesehener, ein nicht gern gesehener Gast, sage ich mal. Und ich mache einfach meinen Mund auf. Und ich habe schon oft öffentlich Prügel deswegen bezogen in dieser Szene, aber ich mache weiterhin den Mund auf, weil ich dieses Ausnutzen von Hilfesuchenden da vollkommen entgegenstehe mit meinem Team zusammen. So, und das gibt Applaus im Chat. Das ist nämlich ganz, ganz großartig. Ja. Denn damit machst du dir ja auch dein Leben letztendlich nicht direkt leichter. Also ich meine, das ist ja einfach nur ein Ding, das du dir ans Bein bindest, weil du was Gutes tun möchtest. Ja, vor allem, ich habe einfach das Problem damit, wenn die Leute ausgenutzt werden. Weder entweder emotional oder finanziell, das finde ich nicht in Ordnung. Es wird einfach sehr oft mit den Gefühlen und den Ängsten von Hilfesuchenden gespielt. Nur um sich selber zu präsentieren als wir sind die Besten, wir sind die Tollsten, wir haben jetzt hier Strichmännchengeister gefunden. Das funktioniert so nicht. Und ich bin mir nicht zu schade drum, auch Tacheles zu reden und mich auch mit vielen anzulegen. Das finde ich gut. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, gibt es da in eurem Verein Ghost Hunting NRW? Habt ihr noch Bedarf, falls aus dem Chat irgendeine Person von den über 1000 Menschen? Nein, ihr seid voll. Nein, wir haben Bedarf. Also man kann bei euch beitreten, wenn man... Ja, ja. Okay. Ja, ja. Okay, mach das. Wichtig ist Bodenständigkeit und Hang zum Rationalen. Und wir haben auch einen studierten Archäologen bei uns drin. Wir haben, wir können noch einen Physiker gebrauchen, aber ich kann da immer mal sicherlich beim Holm mal anklingeln, wenn ich Hilfe brauche. Ja, er wird nicht rangehen, aber ja. Wie kann man euch finden? Ja, entweder über ghosthunter-nrwup. Oder mit dem PEK, oder wie das heißt. Mit dem was? Wie heißt das nochmal, Sven? PKE? PKE-Meter. PKE-Meter. Ja, ach nee, damit kann man euch nicht finden. Ich kann jetzt gerade nichts damit anfangen. Ja, gut, das Ding, was sie in der Hand haben, wo die Geister die richtigen... Ach, du meinst dieses EMF-Messgerät, ja. Ja, genau, das heißt also, da heißt es PKE. Das heißt bei den Ghostbusters heißt es PKE, genau, ja. Okay. Also ist eigentlich Energie. Als Prop war vorher ein Schuhputzgerät und daraus haben die das Ding gebaut. Cool. der 72-Stunden-Deo hat einen sehr lustigen Alias und ich möchte das auch haben und schreibt, das ist doch alles nur eine Ausrede. Tom ist einfach ein schlechter Ghost Hunter. Wenn man es so nehmen möchte, gerne. Ich bin der Grund, warum ich nichts finde, ist, ich bin einfach scheiße. Ja, aber die im Fernsehen, die finden doch auch nichts. Ja, ja. Ja, diese ganzen 20.000 Ghost Hunter-Sendungen, die es da gibt, die finden doch auch nie was. Also, da wird gerade alles zu Tom Pedal runtergeballert von Streamlabs, also die Ghost Hunter, NRWUP, der YouTube-Kanal, Facebook, Twitter, die Gruppe und die Streuner-Seelen für die Tierfreunde.
Was ist denn das? Ja. Ich setze mir, also wir waren 2019, waren wir, Claudia und ich, in Rumänien gewesen, haben den bekannten Hoyerbaccio Forest untersucht. Mhm. Begangen, das ist dieser bekannteste Spukort Rumäniens bzw. Europas. Mhm. Und wollten mal gucken, was da einfach los ist. Das ist ein schöner Ort zum Erholen, aber ist nicht wirklich was Paranormales. Und wir hatten dann gleichzeitig die Möglichkeit, ein Shelter zu besuchen für rumänische Straßenhunde, weil wir selber eine Hündin haben seit 5 Jahren. Und seitdem engagiere ich mich einfach sehr dafür, dass gerade gezielt vor Ort seriöse rumänische Organisationen sich um die Straßenhunde kümmern. Und das ist so ein Herzensprojekt von mir. Und ja. Sag mal, du hast aber heute auf der Gutmenschen-Skala komplett ausgeschlagen. Und der Vorteil ist, dass du für uns alle auch gleich mitgutmenschst. Und vor allem für den Bernd und seine schwarze Seele. Gerne. Ja. Ach so, ich wollte noch fragen, gerne, ob vielleicht auch Tom ein bisschen erklären könnte, diese Geräte. Was mir sehr stark aufgefallen ist während dieser Sendung, ist, dass eine sehr starke Gläubigkeit bezogen auf diese Ghost-Hunting-Geräte seien ja pure Wissenschaft besteht. Und ja, könntest du vielleicht für Menschen, die jetzt zusehen und zuhören, erklären, wie man diese Geräte deuten kann und warum die nicht wirklich das zeigen, was man erwarten würde, wenn man sich nicht auskennt? Wie lange kann die Sendung dauern? Also die Sendung kann länger dauern, aber dieser Part möge vielleicht nicht die gesamte Sendung ausmachen, wenn es können wir vielleicht vorher einen ganz kleinen Exkurs zu dem Thema Wissenschaft machen, weil die Diskussion hatten wir gerade auch in den letzten Tagen auf Twitter. Dass etwas technisch ist, macht es nicht zur Wissenschaft. Jemand, der in Bibliotheken rumkramt und verstaubte alte Bücher liest, kann hochgradig wissenschaftliche Dinge tun, während jemand, der mit 50.000 Euro teuren technischen Spielzeugen etwas macht, muss deswegen noch lange nicht Wissenschaft machen. Der kann die möglicherweise für wissenschaftliche Zwecke einsetzen, aber Wissenschaft definiert sich immer aus dem, was man damit macht und was dabei rauskommt. Also, und nicht wie viel da blinkt und welche Geräusche es macht. Generiert man Wissen, dass man teilt und über das dann diskutiert wird und das sozusagen die Wissenschaft irgendwie weiterbringt, veröffentlicht das und stellt es zur öffentlichen Kritik oder macht man halt irgendwas, was einfach nur technisch ist. Also Hightech ist keine Wissenschaft. Also die Beschäftigung mit Hightech ist nicht Wissenschaft an sich, sondern gehört eine Art der Beschäftigung, eine bestimmte Art der Beschäftigung, Bewertung. Also wir hatten die Diskussion auf Twitter, also es gibt sicherlich Amateurfunker, die wissenschaftliche Dinge machen, aber nicht bei weitem nicht jeder Amateurfunker ist Amateurwissenschaftler. Du meinst also, dass die Leute da in dem Film Convoy keine Wissenschaft betrieben haben mit Robert Duck? Ich glaube nicht, nein. Ich möchte dazu hinweisen, dass Convoy CB-Funk ist und nicht Amateurfunk. CB-Funk. Ich glaube, wenn Leute sich als Amateurfunker bezeichnen, dann meinen die normalerweise halt so Kurzwellenfunk oder so. Ja, das ist kein CB-Funk, das ist ein Unterschied. Also das da wollen wir natürlich ganz genau sein. Wir sind ja gerne genau. Tom, zurück zu der Frage von Lydia, absolut richtiger Exkurs, danke Holm. Kannst du zusammenfassen, was sind die drei Anführungsstriche wichtigsten Gerätschaften, die so ein klassischer Ghost Hunter bei sich hat? Meintest du jetzt mit wichtig ironisch oder ernsthaft? Ich meinte das ironisch. Ironisch. Ich setze aber vorweg, vorsichtshalber, dass wir die nicht nutzen. Natürlich. Ich sage es aber jetzt gleich, wenn Lydia wieder da ist. Die hört sicherlich zu. Die ist noch da. Da ist sie wieder. Sie hat einen Zettel mitgebracht. Okay, auch eine sehr wichtige Requisite für Geisterheim. Ich will nur eine ganz kurze Kleinigkeit noch einwerfen. Ich habe fast vergessen, dass es ein Bild von mir als Baby gibt in Polen, auf dem man glauben könnte, etwas Übersinnliches zu erkennen. Ich weiß noch nicht, ob ihr das jetzt hier gut sehen könnt. Wollen wir... ach du Scheiße. Ich sehe ein Baby mit einem schwarzen Fleck. Rechts. Und einem riesigen Schatten dahinter, also was Gruseliges hat's. Ja. Ist das deine Oma, die sich da drüber beugt, die Oma Bathory? Wer weiß. Ich wollte nur mal so als Beispiel zum Thema Dinge, die man interpretieren könnte. Ich erzähle dir eine Geschichte, Lydia. Ja. Tom, was sind die drei in Anführungsstrichen wichtigsten, aber trotzdem bullshitigsten Geräte, die Ghost Hunter bei sich tragen? Das ist eine Kinect.
Das ist, wie ich eben schon ausgeführt habe. Also ernsthaft diese, jetzt? Moment. Ernsthaft. Das ist wirklich, also das auch Moni, ist, ja, die kennst du, glaube ich, auch von Phasmophobia, oder? Moment. Also ich dachte, das wäre... Nicht mehr gespielt, aber das Kinect kenne ich halt als Xbox so einen Riesenflop, aber wahrscheinlich haben die sich einfach ein neues Feld jetzt so eröffnet damit. Ja, gehen mit einer so Xbox und einem und dem Kinect... Kannst du am PC anschließen. Ja, das ist ein tragbares System wie ein Computermonitor, also ein normaler Monitor, ein kleines Gerät, wo die Software drin ist und hat vorne Infrarotleuchten beziehungsweise Kameras klar drin. Und das ist ja darauf ausgelegt, die normale Kinect, um Spieler auf dem Bildschirm darzustellen, die, ach, weiß ich, Tennis spielen oder wie auch immer. Du hast ein bestimmtes Feld, wo mal 2x3 Meter, wo du das eingegrenzt hast, um das spielen zu können. Es wird dann irgendwie so angekündigt mit, wir haben spezielle Software entwickelt dafür, um Geister sichtbar zu machen. Die laufen dann damit rum und bilden dann halt diese Strichmännchen ab. Die können sich auf Mülltüten sammeln, die können sich in der Ecke von der Wand, von der Rauchfasertapete sammeln, wie auch immer. Liegt das daran, dass die Kinect immer versucht, menschliche Formen zu finden? Genau, die ist darauf programmiert und deswegen wurde ja damals auch jede Muskelbewegung, jeder Gelenk, jedes Siegel, also wie sie standen und so weiter, wurde ja eingepflegt in die Software. Setzt natürlich voraus, dass auch da Menschen stehen. Und wenn das da keine so stehen, findet sie unter Umständen irgendwas, Menschen. Irgendwelche Anomalien. Irgendwas. Deshalb war sie ja so schlecht. Ja, das ist aber eines der Top-Geräte. Und das ist auch eines der Geräte, wo ich eben erzählt habe, was bei dieser Familie zum Einsatz kommt. Diese kommen auch in Privatfällen zum Einsatz. Ist aber von einem Kenny Biddle erklärt worden in mehreren YouTube-Videos. Der hat einen sehr schönen Artikel im Skeptical Inquirer mal geschrieben, vor 4 Jahren oder so. Kann man natürlich nicht anbringen, weil es dann heißt, ja, wenn du nicht daran glaubst, dass die funktioniert, dann, ja, wie auch immer. Funktioniert sie auch nicht. Das ist das wichtigste und effektivste Gerät. Das ist eines der effektivsten Geräte, ja. Aber das weiß doch, das muss doch, da können... Es sieht halt schön aus, glaube ich, denke ich mal. Es sieht und, halt... Ja, und wenn irgendwelche Top-Ghost-Hunter-Serien, auch aus Deutschland, die dann mit verwenden und dann in das präsentieren und die Fanbase das dann natürlich glaubt. Ja, das ist ein Business einfach. Okay, das ist wirklich schockierend dämlich, das muss ich einfach mal so sagen. Und unverschämt gleichzeitig, weil natürlich gerade jetzt, denke ich mal, ältere Menschen, die einfach da naturgemäß jetzt nicht mehr den Anschluss haben an dem, was technisch möglich ist, kann ich mir total gut vorstellen, dass das beeindruckend ist. Dann hast du als zweites hast du das Portal von Steve Huff. Das ist, sieht aus wie so ein altes Radio. Ein paar Leuchtringe drum und das wirft dann irgendwelche Töne, irgendwelche Wörter, Sätze und so weiter aus, die aber von der Datenbank kommen. Wie, was? Wie funktioniert das? Was? Sieht aus wie so ein kleines altes Radio und das wirft dann irgendwelche Sätze und Wörter aus, die aber warum? Von der Datenbank kommen. Das wird dann suggeriert, als ob das von Geistern, also als ob die Stimmen von Geistern kommen. Das ist aber Zufall. Kommt einfach irgendwas. Die arbeiten wahrscheinlich mit einer Random-Funktion. Du kannst aber auch eigene MP3-Dateien anschließen, wenn du zum Beispiel weißt, du gehst auf Burg Frankenstein oder wie auch immer, auf eine andere Burg und du kennst die Geistergeschichte mit einem Namen. Dann kannst du eine MP3-Datei erstellen, wo du diesen Namen einbaust und irgendwann wird der natürlich ausgeworfen. So Zitate aus Frankenstein Junior von Mel Brooks. Blöcher. Ich sag, ja, okay, von mir ist er. Ja. Genau. Buckel, ja. Buckel, Messen. Ich sehe sie hier gerade. 802,25 €, ja. Wenn die Kinect Nein, das ist das Portal. Ich könnte was gegen ihren Buckel. Schon für ich gucke auch mal nach Kinect, ob ich noch welche finde und die teuer verkaufe oder sowas. Ja. Und das ist halt von Steve Huff damals entwickelt worden, beziehungsweise gebaut worden. Steve Huff? Das hat dann Steve Huff Normal. Gab es da nicht mal eine Show im Fernsehen? Steve Huff? Nee, das war Knopfhoff. Entschuldigung. Genau. Und er hat dann mit verschiedenen Ghost Hunter-Serien in Amerika zusammengearbeitet und dann schwappte es nach hier rüber. Weil was im Fernsehen läuft, stimmt natürlich. Und du kannst halt deine eigenen Dateien anspielen, einbringen und dann kommt irgendwas raus und du versuchst, je nachdem, in welcher Situation du bist, natürlich darauf zu hören, was da rauskommt. Und irgendwann bildet das Gehirn natürlich passende Sätze oder Wörter, die zu der Situation passen. Und das kann man auch sehr schön zeigen. Das habe ich nämlich bei dem WTF gemacht. Da hatte ich ja den Vortrag über Geister. Und ich habe aus Videos von Ghost Hunting Teams, die man bei YouTube findet, da habe ich erstmal die Audios abgespielt und gesagt, na, haben Sie den Geist verstanden? Nein, nochmal, nee, keine Ahnung, Rauschen. Dann
blendet man den Satz ein, yo, ja, jetzt sehe ich nicht nur die Worte, sondern ich höre ihn jetzt auch. Das ist halt genau das, ja, und das dann, Gehirn dann etwas ergänzt. Dann sagst du einen anderen Satz und dann hört man den. Das ist ja, ja auch genau. Dieser tolle Effekt, ja. Ja. Das aber das Portal, das nimmt ja nicht aus dem macht ja kein Rauschen oder sowas, sondern das erzeugt ja tatsächlich also sinnvolle Stimmen, also nicht sinnvoll im Sinne von, dass es... Das Portal ist im Grunde nur ein Wiedergabegerät. Du musst irgendeinen Empfänger da dran haben. Viele nutzen auch Apps, die sie dran schließen. Du kannst auch eine normale Spiritbox dran anschließen, die halt in der Höhe, in einer etwas höher gesteuerten Geschwindigkeit dann Radiofrequenzen abläuft und dann natürlich irgendwas auswirft. Dann wird dann gesagt, wenn ich jetzt eine Frage stelle und dazu eine passende Antwort kommt, dann ist das natürlich ein Geist gewesen. Aber ob das wirklich was... Und was ist das? Konzentration hier bitte. Was ist das dritte Gerät? Das dritte Gerät ist, ich würde mal sagen, es könnte in der Tat vielleicht das EMF-Messgerät sein in verschiedenen Auswürfen, also in verschiedenen Variationen. EMF, das ist doch dieses K2, elektromagnetische Feldmessgerät. Ich habe es mit dem Geschirrhersteller verwechselt, ja. Wobei das natürlich eine Frage ist. Wir haben verschiedene Geräte, diese EMF-Felder quasi messen, aber es misst ja nur Veränderungen des Feldes. Und es ist ja die Frage, können Geister überhaupt darauf Einfluss nehmen, auf diese Felder? Aber es wird oft gesagt, ja, diese Geräte schlagen aus und jetzt ist hier ein Geist. Das ist genau so ein bisschen das Problem. Also wir wissen ja gar nicht, ob es Geister gibt und wenn es sie gibt, welche Eigenschaften sie haben. Also es ist vollkommen sinnlos, genau wie Holm sagt, ohne eine sinnvolle Grundannahme, da irgendwelche technischen Geräte darauf anzusetzen. Eine andere Sache, Tom, ist ja jetzt fast total altmodisch, traut man sich ja kaum noch zu sagen, also auch wie nennt man das, Infrarot-Temperatur-Messgeräte werden, und ich hab die mal gefragt, warum misst ihr hier Temperatur? Und da war die Erklärung dahinter, ja, wenn ein Geist sich jetzt ins Diesseits manifestiert, dann entzieht der seiner Umgebung Energie und dadurch wird es kalt. Und wenn wir jetzt hier im Raum irgendwas messen, dass es plötzlich irgendwo kalt wird, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass jetzt ein Geist erscheint. Und da habe ich genau das gefragt, was Holm gesagt hat. Ja, wo steht das? Habt ihr euch das einfach so ausgedacht? Ist das eine gesicherte Grundannahme? Ist das allgemeiner Konsens, dass Geister diese Eigenschaft haben? Oder spinnt ihr euch das einfach so zusammen? Weiß ja jeder. Ja, ich habe das ja in irgendeiner Geisterjäger-Serie gesehen. Was war die Antwort? Nicht der Rede wert, offensichtlich. Offensichtlich nicht. Nee, also zumindest nicht, was mich jetzt irgendwie nachhaltig beeindruckt hat. Okay. Also ich glaube, das auf den Nenner, Lydia, kann man das ganz kurz bringen. Also die Holm hat das auch, glaube ich, mal im Skeptiker beschrieben. Die bauen alle möglichen Messkanäle auf, wie Tom gesagt hat, für Temperatur, für elektromagnetische Felder, Bewegungsmelder, Kameras, Tonbänder. Und alles, was sie sich irgendwie nicht auf Anhieb erklären können, ist ein potenzieller Geist. Ja. Aber diese Geräte sind ja so empfindlich, dass die alles Mögliche anzeigen. Überall sind elektromagnetische Felder. Jede schlecht isolierte Leitung kann da anschlagen. Wenn man ein Tonband in irgendeinen Keller stellt und lässt das eine Stunde laufen und verstärkt das anschließend extrem, findet man natürlich Geräusche und Stimmen und alles Mögliche drauf. Nur das kann alles Mögliche sein, nur keine Geister, sehr wahrscheinlich. Ja, genau. Sucht nicht in alten Skeptiker-Ausgaben meinen Artikel über Geisterjäger, den gibt's nicht, den habe ich nicht geschrieben. Aber das ist ein Zitat in einem meiner Artikel, ja. Aber ich würde sagen, Bernd, das Wichtige ist, dass die meisten, basically weiß ich das, ich habe sogar damals in Vorbereitung auf diese Sendung noch, ich glaube sogar mit Holm telefoniert, um ein paar der spezifischen Geräte nochmal etwas genauer erklären zu können. Und es ging halt darum, dass das so viel Eindruck macht auf Menschen, wenn die diese Sendungen sehen und die das so sehr verwechseln mit echter Wissenschaft, weil diejenigen, die das Zeug nutzen, ja auch immer sagen, das ist eine wissenschaftliche Untersuchung, obwohl es das einfach nicht ist, dass es wichtig ist, das nochmal in aller Deutlichkeit zu erklären, warum es das nicht ist. Warum es nicht ist, richtig. Und dann kommt ja noch hinzu, Tom, das hast du ja auch schon angedeutet, wenn es dabei bleiben würde, das Kuriose ist ja, ich glaube, du hattest es am Anfang schon gesagt, neben dieser seltsamen Technophilie ist ja dann meistens noch das Medium dabei, das dann spürt, dass in dem Raum irgendwas nicht stimmt. Das finde ich dann immer besonders lustig. Ja,
Ich verstehe das mit dem lustig bei dir, wie du es meinst. Ja, klar. Es ist aber bei dem, was ich mittlerweile alles schon aufgedeckt habe und gefunden habe. Ja, natürlich. Deshalb habe ich ja am Anfang mich auch unbeliebt gemacht und gesagt, es ist... Ja, ja, du bist ja, also emotional bist du für heute durch. Bernd. Genau. Also, was ich gerade mal spannend fand, war, ich habe jetzt mal in so einem Ghost-Hunting-Shop mal gerade nach EMF-Metern geguckt. Ja. Und das Interessante daran ist ja, mindestens die Hälfte von denen hat nicht mal eine vernünftige Skala. Die haben einfach nur ein paar Leuchtdioden dran. Irgendwie grün, gelb, orange, rot. Und keinerlei Erklärung, was es eigentlich sein soll. Okay, andere haben eine Digitalanzeige. Ich möchte gerne wissen, wie viele von den Leuten, die das benutzen, wissen, was Milligauss sind. Im Vergleich zu Volt pro Meter. Und also... ja, also das ist so der Punkt, also wo du relativ schnell zum Beispiel einen Ausschlag kriegst mit so einem Gerät, ist, wenn nebenan jemand den Herd anmacht und du da die Leitung irgendwie in deiner Nähe hast, weil der Herd halt wahnsinnig viel Strom zieht und damit geht also auf einmal das elektromagnetische Wechselfeld um diese Leitung gigantisch in die Höhe, weil ja. Ich habe gerade eine tolle Idee, ich glaube, man könnte so ein Stimmgerät, das ist doch total cool. 1, 2, pa, na, jetzt funktioniert es plötzlich nicht mehr, schade. Jetzt macht's nichts mehr. Das ist nicht so spektakulär, Tommy. Ja. Aber gerade, schau mal. So, jetzt, da ist doch irgendwas. So ähnlich sehen diese Dinger aus. Ja, ja, es ist, aber das ist das, was ich am Anfang mit dem Kinderzimmer und der Heizungsanlage meinte, Holm. Mhm. Dass du mit den Geräten, die kannst du auslegen und dann schlagen die enorm aus. Mhm. Und dann kannst du vielleicht schon eine kleine Erklärung finden, aber das hat mit Geistern ja nichts zu tun. Mhm. Sag mal, Sven. Das bin ich. Richtig. Ich muss, es hilft ja nichts, ich muss das einfach einmal kurz zwischenfragen. Erstens, weil du jetzt schon länger nichts mehr beigetragen hast und zweitens, weil es mich wirklich privat interessiert, hast du schon mal einen Geist gesehen? Ich glaubte mal für 10 Sekunden einen Geist gesehen zu haben. Das ist nicht sehr lang. Nein, das war, ich war damals noch bei der Feuerwehr und wir hatten einen Einsatz in Ratingen, ich glaube am Grünen See. Das ist halt öfters samstags abends, Jugendliche gehen hin, trinken viel und denken so, ich schwimme mal eben durch. Funktioniert manchmal nicht. Und in dem Fall hat es auch nicht funktioniert, das heißt für die Feuerwehr. Suchen und also jemanden, wo man vermuten könnte, der ist vielleicht ertrunken. Der ist auch wirklich ertrunken. Also wir sind halt dann dahin, mussten erstmal alles abgehen, ob der schon an Land gespült worden ist. Dem war nicht so, also musste ich mich da hinsetzen. Dann kam Taucher, so 6 Uhr morgens haben sie den dann gefunden, sind mit dem hoch und ich habe nur gesagt, bitte nicht an meine Seite, bitte nicht an meine Seite. Und die kam natürlich zu meiner Seite, also raus mit dem. Also an unser Ufer und so. Raus mit dem, gewartet, bis der Arzt kam, Todesfeststellung. Da hat mein Kollege mich abgeholt, dann sind wir zur Einsatzleitung gefahren und ich war schon so am Dösen, kam dann dahin und auf einmal steht er neben mir. Oh Gott. Und ich tierisch erschrocken und dann war so, wow. Und mein Kollege so, ach, ich hätte dir sagen sollen, der hat einen Zwillingsbruder. Das waren so meine Zeit, wo ich geglaubt hatte, ich hätte mal wirklich einen Toten gesehen. Aber ich kann dir sagen, da hilft, also da brauchst du keinen Kaffee mehr danach. Da bist du wach. Das ist echt. Um Gottes Willen, wie krass ist das denn? Das war ziemlich krass. Du stehst da und auf einmal kriege ich einen riesen Schreck. Weil die sahen wirklich 1:1 aus. Gut, der eine hatte mehr Leben im Gesicht, also es war halt einfach. Ja. Boah, Gott, und der arme Kerl. Oh Gott, da kommt er da und muss den Leichnam seines Bruders und du schreist ihn an. Nein, also der Leichnam lag doch da drüben, den haben wir nicht transportiert. Also der ist da ach noch, so, okay. Ach, aber die wussten schon natürlich schon, dass der. Und das hat er dir aber nicht absichtlich nicht gesagt, oder? Ich weiß es nicht, ob der es Müdigkeit vergessen hat oder. Also der hat wahrscheinlich nicht dran gedacht, dass da jemand. Okay, das ist echt eine krasse Geschichte. Oh Gott, ne? Das tut mir so leid. Wir haben zwar, also du brauchst halt einen schrägen Humor, um das manchmal durchzustehen, aber das glaube ich jetzt auch nicht. Okay. Krümelkandis schreibt, Tom, das geht an dich. Kann jemand in der Runde, und ich ahne schon wer, etwas mit Geisterakten anfangen? Oh Gott. Die machen auf einer Convention Promo für sich und verkaufen sich als Geisterjäger, die auch mit Geräten arbeiten. Und es gibt anscheinend Leute, die denen glauben. Kennst du die? Ist das irgendwie bekannt? Mhm.
Willst du jetzt nicht sagen, weil die sonst vor deiner Tür stehen und mit PKE-Metern zu Tode leuchten wollen? Ja, oder? Es ist ein sehr ernstes Thema. Echt jetzt? Ja, weil ich bin jemand, der, ich glaube 2018 habe ich meinen Artikel über dieses Format veröffentlicht, dass sie mit dem, was sie zeigen, nicht wirklich das darstellen, was ich für reales Ghost Hunting halte. Da sie halt auch viele dieser Geräte auch benutzen und damit einfach eine Show abziehen. Die haben jetzt ein neues Format, das nennt sich die Dämonenjäger. Okay. Und was heißt Format YouTube oder was ist das? Ja, die sind bei Amazon und haben auch, ich glaube, ein oder zwei von dieser Gruppierung hat auch eine Plattform erschaffen, wo diverse Formate aus der Ghost Hunter-Szene oder Ghost Hunter-Teams halt ihre Videos präsentieren gegen ein Abo. Okay. Sowas ähnliches wie Netflix und so weiter. Netflix für Geister. So in etwa. Fans. Und da kannst du in dem Shop kannst du auch, ich glaube, Geistersprays oder irgendwas kannst du kaufen. Geistersprays? Ja, du kannst esoterisches Zeug kannst du da kaufen. Es werden auch viele Formate angeboten, die man sehr dem Esoterischen zudeuten könnte. Also da steht, die sind ins Fernsehen schon umgezogen und verdienen damit jetzt Kohle. Ja, also, okay. Also bei mir findet man etliche Artikel darüber. Das ist echt krass. Und ihr Geschäftsformat ist, dass sie so tun, als wäre das real. Also da wird so auch nicht irgendwie... Okay. Oh, ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Wieso? Wenn das scheiße ist, ist es scheiße. Ja gut, aber... Dann stehen sie bei dir vor der Tür, wie gesagt. Ja. Ich habe schon übelste Shitstorms von denen bekommen. Dass mir einiges auch unterstellt wurde, nachgesagt wurde und das war schon sehr böse gewesen vor 2 Jahren. Das war für mich nicht... Also keine Lappalie. Okay, und das ging von denen aus? Das heißt du... Ja, sie haben nicht direkt meinen Namen genannt, aber indem du halt bestimmte Suchbegriffe bei diesem eigenen Interview genannt haben, wie Ghost Hunter Mystery YouTube-Blogger, konntest du das googeln und auf der ersten Seite bei Google bin ich 9-mal ausgeworfen worden. Und... Das war nicht. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt auch demnächst Opfer eines Shitstorms werden zu dem Thema, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns ungefähr denken können, wo es herkommt, nicht so gering. Ich glaube, wir sind für die nicht so interessant, weil man kann ja immer leicht shitstormen gegen jemanden, der einem irgendwie in der gleichen Klientel unterwegs ist. Also ich möchte halt jetzt nur dazu sagen, dass es für mich sehr positiv war, dass ich auch Kontakt zu Alexa und Alexander hatte in der Zeit. Okay. Meine Fresse. Oh. Aber grundsätzlich an der Stelle wäre ja die Frage, wie ist denn deine Interpretation generell, wenn diejenigen, die solche Gerätschaften verwenden, eigentlich sind die doch gewiss schon über die Erklärungen, warum diese Gerätschaften keinesfalls das anzeigen, was sie behaupten, gestoßen. Würdest du sagen, dass der emotionale Faktor da, was ich vorhin schon eingangs sagte, so groß ist, das glauben zu wollen, dass man einfach die Realität da auch irgendwo leugnet für sich? Du meinst jetzt Geisterjäger, dass die das glauben? Diejenigen, die ja nun diese Gerätschaften verwenden und immer wieder diese Wissenschaftlichkeit dann auch betonen. Und dass ja viele von denen das sicherlich mit Überzeugung tun, obwohl sie doch Informationen haben. Ich hatte jetzt tatsächlich, Lydia, ich weiß gar nicht warum, aber es ist eine interessante Frage, weil ich hatte automatisch angenommen, dass die das alle wissen. Sagen wir es mal so, es gibt Gruppierungen, die sich gegründet haben, nachdem bekannte Ghost Hunter-Formate jetzt in Deutschland erschienen sind, die sich aufgrund dieser Formate gebildet haben. Mhm. Aber viele hinterfragen nicht diese Geräte. Die wissen die Funktionsweise einfach nicht. Die denken, ja, weil jetzt zum Beispiel eben mal Geisterakten genannt wurde, weil die das nutzen, das sind für viele, für die Fanbase, ist das beste Team Deutschlands, weil die viele Geister finden. Aber, und die denken halt, und die Leute gründen dann ihr eigenes Team und kaufen diese Gerätschaften und so weiter und die informieren sich. Also als ich nach dem Portal eben gegoogelt habe, bin ich direkt auf der Seite von Geisterakten gelandet. Also bei der Frage, kann man das Ding auch selber bauen, wo die dann also offensichtlich die Betreiber dann geantwortet haben, nee, also kann man schon, aber lohnt nicht, weil die Komponenten sind genauso teuer, als wenn man es kauft und so. Also ja. Du hast, ich glaube, da wird auch irgendwas mit Gitarrenverstärker verwendet und so weiter. Ich habe mich mit den Details von den Geräten nicht so genau. Okay, dann habe ich heute, ich habe heute eine Songaufnahme gemacht und habe wahrscheinlich einen Geist eingefangen mit meinen Soapbar-Pickups, weil immer, wenn ich mich in eine bestimmte Richtung gedreht hatte, macht das
Kann schon sein. Ja. Ja. Die Frage von Lydia vielleicht nochmal zu vertiefen, Tom. Keine Ahnung, wie viele von diesen Gruppen gibt es in Deutschland? 30, 50 oder mehr mittlerweile? Ich habe den Überblick verloren. Also vor 2016, 17, wo Alexa mit dem Sebastian Bartoschek geschrieben hat, waren es ungefähr 30. So 30, ja. Und das Wenige, was ich davon kenne, die haben in der Tat, wie du sagst, sehr unterschiedliche Motive. Also einige scheinen da tatsächlich selber dran zu glauben. Die wollen einen Beweis für das Leben nach dem Tod zum Beispiel. Andere haben ein knallhartes Geschäftsmodell daraus gemacht, haben wir auch schon drüber geredet. Andere wenige, wie du am Anfang gesagt hast, wollen vielleicht tatsächlich Leute helfen und stehen dem offen gegenüber. Also die Motive in dieser Szene scheinen durchaus von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich zu sein, außer dass alle sich darüber einig sind, dass sie unbedingt in die Medien wollen. Viele davon, ja. Aber es kann ja kaum sein aus meiner Sicht, dass die noch nie beispielsweise über die Erklärung, inwiefern diese Geräte nicht das aufzeichnen, was sie behaupten, dass die noch nie darüber gestoßen werden. Also beispielsweise, wie das Gehirn funktioniert und dass das Gehirn bestimmte automatische Dinge tut. Also es kann ja, ich weiß nicht, kann es sein, dass du jahrelang solche Geräte benutzt und noch nie Google benutzt hast und darauf gekommen bist, dass es dafür eine Erklärung gibt, die nicht ein Geist ist? Ich weiß nicht. Kann es sein, dass ich jahrelang an Chemtrails glaube und nie Google benutzt habe, um den wahren Grund zu finden? Ja gut, okay, du hast recht. Da ist man irgendwie in einer Bubble vielleicht. Weil du musst es ja so sehen, wenn du bedienst natürlich auch deine Fanbase damit. Eben, da wären wir bei dem Emotionalen wahrscheinlich. Ne? Und also, wenn du dann eingestehst, dass du jahrelang was Falsches gemacht hast, änderst du es dann und sagst es oder machst es weiter? Das Problem hatten wir ja schon bei anderen Themen relativ oft, ne? Bis hin zu, verlierst du dann deinen kompletten Freundeskreis und hast dich gleichzeitig vorher alienated von deinem alten Freundeskreis und deiner ganzen Familie. Das heißt, wenn du dann sagst, das gibt's alles gar nicht, dann bist du komplett alleine, schlagartig von einem Moment auf den nächsten. Und ja, Holm? Die psychologischen Mechanismen, ja. Genau. Ja. Nee, ich hatte noch eine andere Frage, aber die können wir vielleicht nachher nochmal... Oh, er überlegt noch. Sag mal, Tom, hattest du mal Erlebnisse mit Menschen, die dann solche Geräte benutzten, irgendwann auf die rationalen Erklärungen gestoßen sind und doch auch gesagt haben, oh, damn, da habe ich möglicherweise einfach nicht gewusst, dass es eine plausible Erklärung gibt, dann muss ich das wohl revidieren. Also hast du solche Menschen auch schon getroffen? Ich muss ehrlicherweise sagen, nein. Krass. Oh. Das ist interessant. Es ist halt so, was zwischen den Leuten geredet wird, hinter einem Vorhang, ist oftmals was anderes, als vorne geredet wird. Ja. Mhm. Das hat der Professor Simek schon erzählt, als er mit dem, Aliens in der Pyramide-Typ nochmal? Däniken, mit dem hinter dem Vorhang mal nach einer Veranstaltung gesprochen hat und der sehr, sehr andere Dinge erzählt hat. Gesagt, naja, komm. Na, das ja, ist halt, ja, also das, ja. Aber was jetzt Freundschaften angeht, ich muss sagen, ich habe mit Menschen, die skeptisch denken, mehr Freunde als in der großen Szene. Ja, sowas. Mich, oder? Sven, sag mal, der Dan Aykroyd hat sich aber schon relativ clever dieses Zeug zusammengesucht. Also ich habe wirklich nur sehr wenig darüber gelesen, weiß da nicht so viel wie du, aber da sind viele Begriffe, die habe ich schon an anderen Orten irgendwie mal gehört, die klingen irgendwie, klar ist Ghostbusters eine Komödie, aber... mir schien immer, dass diese ganze Theorie, ist ja keine Theorie, sondern die Mythologie, die da dahinter steckt, die funktioniert eigentlich ganz gut, oder? Ja gut, die haben ja schon sagen wir mal, Phänomene, Dämonen Aberglauben genommen, der bekannt ist. Und den haben sie dann, weiß nicht, so umgeschrieben, dass man ihn schon irgendwie erkennt. Jetzt mal als Beispiel, ne? Die Bibliothekarin als Geist, das ist, keine Ahnung, ich glaube, seit es Bibliotheken gibt, gibt es spukende Bibliothekare. Ja, das sind die Leute, die da arbeiten, aber... Genau. Das, ne, und also ich glaube schon, dass er das einfach sehr geschickt alles gut übernommen hat. Ja, aber ich meine auch das mit dieser Energie und mit diesem Schleimfluss, weißt du, und all diese Dinge, das fand ich irgendwie schon früher irgendwie faszinierend, dass das nicht so komplett beliebig daherkam, fand naja, ich, sondern irgendwie...
Ja. Du musst natürlich sehen, dass die 80er Jahre, als Ghostbusters gedreht wurde, 1984, 85, als es gedreht wurde, war das die große Zeit der Parapsychologie, mhm, wo die eben auch mit also was der Wankman am Anfang mit seinen Karten und so, ja, weiter, also das war ja diese Forschung gab es ja tatsächlich an den Universitäten. Es gab tatsächlich Leute, die das ernst genommen haben. Und das war gerade so die Zeit. Also das greift das ganz gut auf, dass das eben die Zeit war, als es gerade anfing, dann abzubröckeln und diese Gruppen tatsächlich so ein bisschen ihr Funding verloren haben. Und gut, so ein paar von diesen Professoren gab es halt, die hatten halt Lebenszeitstellen, Tenure-Stellen, und die haben das dann halt 30 Jahre später immer noch gemacht. Aber Moment, das finde ich ja interessant. Wieder mal was ich nicht wusste. Also es gab, das wusste ich schon, dass das schon mal untersucht wurde. Und in den 80ern bröckelte das so langsam, und dann haben diese Forschenden ihre Stellen verloren und mussten irgendwie gucken, dass sie Funding behalten oder woanders herbekommen? Naja, also ich sag mal, es war so bis Anfang der 80er Jahre, würde ich sagen, war das schick, dass Universitäten, jetzt Princeton oder sowas, sich so eine Gruppe auch irgendwie finanziert haben. Mhm. Wo man so gesagt hat, naja, wir schauen eben auch mal auf die nicht, vielleicht nicht ganz so offensichtlichen Sachen und haben da jemanden, der da forscht, und man hat dann auch halt über jemanden gefunden, der sich dafür begeistert hat, also nicht überall, aber wenn man halt jemanden hatte, der sich dafür begeistert hat, und hat man dem halt möglicherweise auch ermöglicht, da ein bisschen zu forschen, ihm vielleicht auch ein, zwei Doktoranden finanziert, und irgendwann sind dann halt die Doktorandenstellen dann mal ausgelaufen, und dann hatte man den Professor aber noch da sitzen, und der wollte aber jetzt auch kein anderes Thema machen, dann hat er halt alleine weiter geforscht. Also sowas gab es halt tatsächlich, und das war halt so ein bisschen nach 68, und wo ja auch in Deutschland dann so diese Freiburger Arbeitsgruppe, wo auch irgendwie der Luca Du ja so ein Überbleibsel ist, ja, aus eigentlich einer anderen Zeit, als da noch ob er sich selbst mehr so sieht als Überbleibsel einer anderen Zeit, lassen wir vielleicht einfach mal unkommentiert. Aber dazu steht ja hier ein Kommentar, ich habe jetzt tatsächlich den Chat gelesen, und es passt exakt zu dem, was du sagst, weil jemand genau darauf bezogen gefragt hat, was haltet ihr von Walter von Luca Du und dem Freiburger Institut? Viel interessanter ist eigentlich, was hier geschrieben wird. Meiner Ansicht nach verfolgt er einen seriösen Ansatz, da er bei dem Rest der Phänomene die sich nicht herkömmlich erklären lassen, nicht von Geistern ausgeht, sondern von bislang unerforschten physikalischen Phänomenen. Ich dachte, Holm, du kannst bestimmt etwas zu diesem Ansatz der unerforschten physikalischen Phänomene für vermeintlich erklärbare Geister. Seine Begeisterung schon nicht. Eine Sekunde bitte. Es ist nur ganz zur Erklärung, die Formulierung, was haltet ihr von Herrn Lukatu und dem ist falsch. Herr Dr. Lukatu ist nicht das Freiburger Institut. Das sind zwei völlig verschiedene Institutionen. Mhm. Aber also er kommt sozusagen aus dem Vorläufer davon, wenn ich das richtig kommt aus den 60er, 70er Jahren, glaube ich, daher. Ja. Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, es gibt einfach, und das hat der Tom ja gut gesagt, es gibt einfach Dinge, für die findet man einfach erstmal keine Erklärung. Und vielleicht gibt's auch, vielleicht wird man für die auch nie Erklärungen finden, und weil einfach auch irgendwann dann die Informationen fehlen oder weil sie von vornherein gefehlt haben. Und wenn das 30 Jahre in der Vergangenheit ist, wird's ja auch nicht einfacher, die Fakten dazu aufzuklären. So, das heißt, du hast immer diese Sachen, die halt einfach unerklärt sind. So, und dann ist der erste Schritt, den man macht, ist, dass man behauptet, sie seien unerklärbar. Was halt nicht stimmt. Sie sind halt einfach nur unerklärt. Es ist kein Beweis, dass es nicht eine Erklärung geben könnte. Ich kann sie halt nicht belegen, weil ich kann da halt nicht mehr dran, oder ich konnte nie dran, keine Ahnung. So, und dann gibt es halt Leute, die dafür so als Pauschalerklärung die Geister aus dem Hut ziehen. Wenn jetzt jemand kommt wie von Lukadu, der sagt, naja, nee, also Spuk ist jetzt keine Geister, Spuk ist was ganz anderes, und dann als Pauschalerklärung eine verdrehte Physik aus dem Hut zieht, ist das kein Deut besser. Mhm. Also wenn ich falsche Physik nehme, um das zu erklären, anstatt Geistern, um es zu erklären, es ist kein Deut besser. Ich habe einfach ein unerklärtes Phänomen und ich saug mir irgendwas auf den Fingern. Ich kann auch sagen, es ist ein Wunder oder es ist Kühlwaldi, der das gemacht hat. Eine Erklärung ist so gut oder so schlecht wie die andere. Da ist mir fast die
die von Dan Aykroyd noch lieber, weil ich die so albern finde, dass ich glaube, dass die Gefahr, dass das Leute wirklich glauben, einfach weil es sich um eine Komödie handelt, deutlich geringer ist, als wenn jemand dem auch noch so diesen Nimbus der Ernsthaftigkeit und vor allem noch schlimmer, also das ist schon, nee, das stimmt nicht. Für mich ist das mit eigentlich am schlimmsten, wenn es nach Wissenschaft klingt. Das finde ich eigentlich am beschissensten unter den Beschissenen. Oh. Ja. Ne, weil außerdem finde ich das sowieso scheiße, weil wir alle wissen, das war Kühlwaldi. Also ja, das sowieso. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, also Ghostbusters ist ja so überzogen. Dass es Leute gibt, die also das wirklich glauben? Von der Technik, also wenn man einfach mal überlegt, was die da an Technik stehen haben. Die sagen ja selber, sie haben kein Geld, aber die Geräte, die da stehen, die ja... Weiß ich nicht, wie viel Wert sie in Wert haben, die Wissenschaft. Also ja, aber die sehen alle zusammengebastelt aus. Das haben die sie sehen schon ganz cool schön gemacht. Aus, ne? Die so, haben das, so das einen Used Star Wars Look irgendwie. Ja, das denkst du, ist aus irgendwelchem Schrott zusammen. Wenn man nur weiß, wie es geht, ist es kein Problem. Wo wir bei den technischen Geräten sind. Ich habe ja mal eine Ghost Hunt Tour in den USA in Las Vegas mitgemacht. In Las Vegas? Ja, ich war mal, ich war beruflich in Las Vegas, das hat ein Spielepublisher, hat da so ein Spiel, die laden. Und danach warst du da mit Slimer verheiratet und Elvis war dein Trauzeuge oder was? Ja, aber ich meine, normalerweise ist es doch Geister am ehesten irgendwo, wo es alt ist. Und in Las Vegas ist ja offensichtlich nichts alt. Doch, die Elvis-Imitatoren, die sind. Okay. Ja, die sahen auch schon manchmal ein bisschen gruselig aus, das stimmt. du hast dann so noch so ein paar Tage frei und dann guckst du ja halt so ein Programm. Einen Tag bin ich dann halt Area 51 gefahren, so eine Tour mitgemacht, so an die Grenze, so, ne, vor der roten Linie kannst Fotos machen, drüber gehen, könnte Probleme geben. Und die andere war halt so eine Ghost Hunt Tour freitags abends in eine Geisterstadt. Da sind wir dann rausgefahren, so 50 Minuten. Und da kam auch so ein Typ, so hier so langschlachtig, so einen schwarzen Anzug, ne, also wie du dir so richtig schön vorstellst. Und der erzählte dann erstmal, als wir durch Vegas gefahren sind, welche Hotel seid ihr? Und dann konnte er mal so erzählen, wie viel Selbstmorde es da gab pro Jahr. Und er meinte, hat er bei mir gefragt, ich sag, wo bist du? Ja, ich so, Cosmopolitan. Oh, bei dir gab es dieses Jahr schon 4. Und die Leute gucken mich so an. Und dann meinte er so, weißt du auch warum? Ich so, ja, so, weil das eines der wenigen Hotels ist, die einen Balkon hat. Und dann gehen die Leute halt hin, spielen, funktioniert nicht und ab in den Pool oder daneben halt. Und dann sind wir da rausgefahren und er hat dann hat er auch gefragt, hat mich vorher gefragt, glaubst du an Geister? Ich so, nö. So, warum fährst du dann hier mit? Ich so, ja, ich will diese Geisterstadt sehen, Fotos machen und so. Und dann hat er mich auch in Ruhe gelassen. Also der hat dann die anderen, die so erzählten die Geister, weil er wusste ganz genau, ne? Also ich habe ihn seine Show machen lassen und dafür durfte ich überall hingehen und Fotos machen, wo ich wollte. Ne? Und da war die Technik, die sie nutzten, also das war ja so 2012, glaube ich, die digitalen Fotokameras, die sie dabei hatten. Und wenn sie dann nachts im Dunkeln mit dem Blitz Fotos gemacht haben, hast du ja diese Staubpartikel. Fehler, diese genau Partikel drauf. Und er sagt, ja, das sind die Orbs und so, das sind die Geister. Oh, guck mal. Und dann saß sie, oh, guck mal, so Gertrud, hier, guck mal, ganz, ganz viele Geister. Und ich denke so, ei Gott, ey. Ne, also es war schon ein bisschen... Es ist ganz furchtbar, also, wie der Tom dauernd nickt, weil er diese Scheiße kennt. Ja, es ist halt einfach... Es war, also ich fand es von der Show, von der Aufmachung, war es eigentlich super gemacht. Wie gesagt, dieser schlachsige, dürre Kerl, dem du vollkommen abnehmen würdest, dass er sonst im Büro hauptberuflich Leute beerdigt. Oder Killer ist oder sowas, keine Ahnung. Ach, schön. Aber und dann nach abends... noch zum nebenbei diese Ghost Hunt Tours machen und du bist halt in so eine interessante alte Westernstadt gefahren. Das war halt dann so recht spannend, ne? Und dann hat er halt seine Show und natürlich die Geschichten erzählt von irgendwelchen toten Kindern und so. Das war schon recht lustig, aber du hast, wenn du natürlich ja, Leute tote Kinder, hast, ich lach mich kaputt. Ja gut, die haben es ja nicht mehr mitgekriegt. Nein, aber das war 1800 irgendwas. Ich glaube auch nicht, dass diese Geschichten irgendwas davon annähernd wahr ist. Ja. Aber das war schon so, also ich fand es einfach spannend von der Aufmachung her. Aber wenn du Leute hast, die daran glauben, die jetzt wirklich der Meinung sind, dass sie mit ihrer damals 3-Megapixel-Kamera jetzt auf die Geisterjagd gehen können, war schon ein bisschen schwierig. Ne? Weil ich hatte eine gute, sehr gute Kamera dabei von der Firma mit. Da waren natürlich nie irgendwelche Orbs drauf zu sehen. Das hat mit der Anzahl der Megapixel wenig zu tun, sondern mit dem verbauten Bildsensor. Ja, mit dem also kleinen Kompaktsensor, genau. Bei so kleinen Kompaktkameras ist der total komprimiert. Und deswegen arbeiten wir in erster Linie jetzt schon lange mit Spiegelreflexkameras, weil die einfach
diese Dinge auch ausschalten. Aber diese Orbs, wie du sagtest, die sind gern gesehen, vor allem im esoterisch-medialen Bereich, wo Medien dann plötzlich sagen, ja, hier habe ich jetzt, du hast hier die Seele des verstorbenen Vaters oder wie auch immer auf Foto gebannt. Aber an dieser Stelle, ihr habt ja gesehen, ich hatte einen Orb auf meinem Foto. Ja, ja, eben. Der war natürlich schwarz. Aber es war ja, im weitesten Sinne könnte man zumindest die Form einem Orb zurechnen. Ist natürlich Quatsch, also vielleicht sollten wir dazu sagen, was ein Orb ist. Ja. Sag doch mal. Ja, also ein Orb ist einfach ein weißer, entweder ein Ring oder eine weiße, runde, also helle, runde Fläche auf dem Bild, die einfach heller ist als das außenrum. Was du halt relativ leicht erzeugen kannst, wenn du halt mit einem Blitz zum Beispiel arbeitest und du hast irgendwas, was relativ nah an Kamera und Blitz dran ist und halt extrem unscharf wird und dann halt so stark verzeichnet wird. Oder du hast irgendwie Schmutz auf der Linse, etwas, was halt extrem unscharf wird, in der Regel, weil es von der Schärfentiefe her einfach nicht passt, zu nah dran ist. Und es gibt einen Effekt, ich habe es leider gerade jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, man findet das zum Beispiel bei alten Fernsehaufzeichnungen, wenn da Gegenlicht in die alten Röhrenkameras kommt, dann bekommst du so eine Art Spektrallichtbrechung, wie man das vielleicht kennt, wenn man mit einem Objektiv an die Sonne kommt oder auch mit dem Handy sieht man das total schön. Da wird dann das Spektrallicht schwarz. Das sieht total abgefahren aus, weil du hast dann plötzlich so komische schwarze Punkte, die in diesem Bild sind und die sich natürlich, je nachdem, wie du dich mit der Kamera im Verhältnis zum Licht bewegst, fangen die an zu flackern. Das sieht, je nachdem natürlich, wo du bist und was du erwartest, was du bekommst, echt ziemlich spooky aus oder kann sehr spooky aussehen. Ist aber einfach nur das Gleiche, wie wenn du mit deinem Handy zu nah an die Lichtquelle kommst. Aber das macht sich natürlich immer gut für sowas, wenn du an die Grenzen dessen kommst, was deine Technik auflösen kann oder was sie vernünftig verarbeiten kann, dann kriegst du halt Sachen, die nicht mehr vernünftig aussehen und über die lässt sich dann wunderbar philosophieren. Ja. Aber jetzt würde ich doch gerne mal meine Frage loswerden. Bitte. Gibt es einen Gott? Nee, ich erinnere mich, als ich Ghostbusters gesehen habe, dass ich also diese grünen Slimer als Geister waren mir vorher nie begegnet. Tom, merkt man in den Geistersichtungen von Menschen, spiegelt sich da was wieder, was so an Trends aus dem Kino kommt? Oder also grüne, sehen Menschen das, was sie sehen oder was sie lesen? Grüne, pizzafressende Blobs. Du hast in der Tat, wenn quasi zum Beispiel Conjuring-Filme ins Kino kamen oder jetzt demnächst wieder kommen, du hast in der Tat einen Trend hinterher, dass du ähnliche Klientenschilderungen bekommst. Das hast du. Aber also auch so Mädchen, die plötzlich aus dem Fernseher steigen und so schwarze Haare vorm Gesicht haben und alles ist nass? Nee, ich hatte nur mal eine Schilderung von zwei, ich glaube 18-Jährigen, die uns erzählt haben, dass aus dem Kleiderschrank gerade vor ihnen ein Skelett raussprang, das mit der Axt rumschwang. Gerade. Also während sie mit dir telefonierten? Nee, die hatten eine E-Mail geschrieben und hatten das dazu geschrieben, dass das jetzt gerade passiert ist. Solche Stimme, aber. Waren Substanzen im Spiel? Nein. Ich habe nicht näher gefragt. Also was Sven da erzählt hat von Las Vegas, kann ich so natürlich nicht, aber wer sowas Ähnliches mal in Deutschland machen will, also es gibt auch, man kann so eine geführte Geisterjagd mal mitmachen auf diversen Schlössern und Lokalitäten. Von spuknacht.com ist eine Webseite, spuknacht.com, da kann man mit so einer Gruppe mal nachts so eine Nacht oder eine halbe Nacht auf so einem Schloss verbringen, mal so Geräte ausprobieren und mal gucken, was und ob da passiert, ja. Ist das die klären das aber schon auf, das ist schon spaßorientiert, oder? Es ist eventorientiert, aber die Betreiber halte ich jetzt nicht für gläubig in dem Sinn, aber offen. Also die machen das nicht aus Jux, also die machen das schon aus Erkenntnisinteresse, aber also es ist nichts gefaked, es wird da nichts inszeniert oder so. Man macht das einfach mal mit den Leuten, guckt mal, was passiert. Es muss auch nichts passieren, es kann auch die ganze Nacht gar nichts passieren.
Also so ungefähr ist das gemacht. Ja, und jetzt schreibt der Moritz Linden hier, völlig ohne irgendein Smiley, das mit dem Skelett hatte ich auch schon mal. Gab aber eine harmlose Erklärung, das Skelett wollte eigentlich zum Holzfäller-Wettkampf und hatte sich verirrt. Ach so. Sie kennt das nicht. Nee, also ich frage so ein bisschen deshalb, weil natürlich schon Geister, also das Skelett sozusagen ist, glaube ich, ziemlich universell als Geist, was aber auch irgendwo naheliegend ist. Aber ansonsten sind natürlich Geistervorstellungen immens kulturell geprägt. Also ich erinnere mich, dass es in Japan gibt es zum Beispiel diesen Geist, diese Schlange mit dem Menschenkopf. Mhm. Meistens also mit einem Frauenkopf. Nure Onna heißt dieses Ding. Und diese Art von Geist, die man in japanischen Filmen auch sieht, habe ich in unserer Kultur noch nie irgendwie so gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Ländern so dieses klassische Betttuchgespenst wahrscheinlich dann auch nicht gibt. Ja, also du hast zum Beispiel in, ich glaube, Thailand oder Malaysia, wo die Leute doch diese Hausgeister haben, wo so ein kleines Haus am Eingang steht und da Figuren drin sind, und ihr Hausgeist drin lebt. Da hatte ich vor 6 Jahren oder so, hatte ich mal ein Interview mit jemandem gehabt, der mir davon erzählt hat, der von da kam. Du hast natürlich, je nachdem, wo du lebst, hast du verschiedene Arten von Sichtungen. Gibt es Dagkerl schreibt, gibt es in Norddeutschland andere Geister als in Süddeutschland? Vielleicht in Süddeutschland welche mit Lederhose. Ja, mit Sicherheit. Aber es gibt ja tatsächlich regionale Unterschiede. Ich finde ja ganz interessant, dass man das auch in Legenden und Märchen ja sieht, welche regionalen eben Erscheinungen es gibt. Und ein ganz klassisches Beispiel ist ja diese Schlafparalyse. Also wenn Menschen halt sich nicht bewegen können im Prozess des Aufwachens oder Einschlafens und dann Panik kriegen, weil du halt was mitkriegst, aber dich halt nicht bewegen kannst, was mega unangenehm ist. Und da, je nach Region, ist das dann zum Beispiel entweder ein Dämon oder aber eine Hexe oder ein Toter kommt dich besuchen. Und je nachdem, was du kulturell mitbekommst, was es sein könnte, wird sich dann deine entsprechende Vorstellung davon auch in diese Richtung bewegen. Oder es ist ein Außerirdischer. Das ist jetzt nichts Regionales. Ja, genau, das war dann 70er, 80er, ne? Lydia, habe ich das schon erzählt, dass ich eine Smorra in eine Ghost-Sitter-Story eingebaut habe? Nein, ja, kannst du mir irgendwie zugänglich machen? Wie kann ich dir zugänglich machen? In einem der Hörspiele wird eine Smorra verwendet als ein Bote, die an unser Ghost-Sitter-Team einen Brief abgeben soll. Und sie schafft es nur so halb, nicht zu outen. Sich nicht in die Flasche einsperren zu lassen. Nee, das nicht, sondern sie, nein, sie sieht aus wie ein kleines Mädchen und spricht auch so und sagt dann, hey, ich habe ja einen Brief für euch. Einen Brief für euch. Oh, süß. Oh mein Gott, da muss ich mal reinhören. Ich bounce es dir mal raus in der aktuellen Folge. Die aktuelle Ghost-Sitter-Folge hat auch ungewöhnlich viele kritische Stimmen hervorgerufen, und zwar deswegen, weil einmal gegendert wird. Oh. Ja. Eieiei. Ohne Scheiß. Da wurden mir wirklich Kritiken geschrieben, jetzt bin ich raus, jetzt fangt ihr auch schon mit dem Scheiß an, das ist ja alles Kacke. Und dabei ist es, das muss ich mal ganz kurz erzählen, weil ich das so unglaublich finde, ihr kennt vielleicht aus Herr der Ringe die Stelle, wo Eowyn eben sagt, I am no man, weil das heißt, no man can kill me. Ja, genau. Und ich habe mich darauf explizit bezogen. Da sagt also eine meiner Hauptfiguren, das hat schon bei Tolkien nicht geklappt. Ne? Weil eine Frau dann eben von diesem Vertrag eben quasi freigesprochen ist. Ja, es sind eben nicht immer alle mitgemeint. Und das scheint Leute so zu triggern. Es ist unfucking fassbar, dass sie wirklich wutentbrannte Kritiken geschrieben haben, wovon einige jetzt auch von Audible gelöscht wurden, weil sie einfach nur unflat sind. Das ist wirklich unfassbar, wie, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf kam. Na gut, Ghost-Sitter passt ja irgendwie ins Thema. Emotionalisierend, ja. Und die wichtige Frage, die jemand im Chat stellte, ist, hat die Smorra rote Haare? Das ist im Hörspiel leider nicht so richtig auszumachen. Achso, aber übrigens, die Sache mit der weißen Frau ist vielleicht noch ganz nett. Tatsächlich ist das ja ein Phänomen, das ja in verschiedensten Regionen auch beschrieben wird. Ja, ich habe mal eine gesehen, also weil meine Oma mich darauf hingewiesen hat. Die hat, als wir auf das Hochhaus zugingen, in dem sie oben wohnte, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, sagte sie, schau, das ist die weiße Frau in meinem Schlafzimmer. Ich guckte hoch und sah sie. Die stand da halt immer.
Immer, immer, weil diese seltsamen Vorhänge, die sie hatten, wirklich extrem so aussahen. Extrem, als würde da eine Person so am Fenster stehen und einfach gucken. Und wenn dann das Fenster gekippt war und diese Vorhänge bewegten sich noch so leicht, war das schon ein geiler Effekt. Aber da sind wir wieder bei dieser Pareidolie, ne? Dass dann das Gehirn eine Gestalt zu interpretieren meint, wo aber in Wirklichkeit ein Vorhang ist. Und wahrscheinlich ist das auch das Geheimnis. Also erstens bei den Geistergeschichten, wo vorhin das Wort oder die Wendung tote Kinder kam. Tatsächlich ist euch ja sicherlich auch klar, dass bei diesem Ghost Hunter. Vorhin hat ja auch jemand gefragt, kann man von Ghost Hunter auf Ghost Hunter umschulen? Finde ich eine Frage. aber tatsächlich ist ja oft, es ist ja eigentlich ein Drama. Jemand ist gestorben und was emotionalisiert mehr als ein Kind? Ein Kind ist ja dann jung gestorben, das ist ja immer tragisch und dementsprechend sind ja die Geister vermeintlich toter Kinder ein Thema, das besonders häufig wiederkehrt in solchen vermeintlichen Phänomenen. Oder halt weiße Frauen, die werden dann ja häufig zu Unrecht getötet. Mhm. Ne? Die sind dann ja irgendwann jung gestorben und haben was Schlimmes erlebt. Also es sind ja fast immer Menschen, die was Schlimmes erlebt haben oder selber was Schlimmes gemacht haben. Und dementsprechend wird wahrscheinlich dann die Pareidolie-Sache mit der jeweiligen Vorstellung, es ist vielleicht eine Frau oder ein Kind, das irgendwie zu Tode kam und dann im Dunkeln siehst du halt irgendwas Helleres und dann ist es halt hell. Was ist es? Es ist weiß, eine weiße Gestalt, eine weiße Frau. Ich denke mal, sehr kurz gesagt, wäre das meine sehr kurze Interpretation für das Phänomen. Die spannende Sache ist jetzt, Tommy, hast du die weiße Frau noch gesehen, nachdem du wusstest, dass es ein Vorhang war? Ja. Ja, okay. Ja, das war erstaunlich. Gerade das war ja eigentlich das Faszinierende. Ne? Das war auf meinem Schulweg nach Hause. Kam ich von der Brücke da runter und habe da hochgeguckt und ich habe sie immer gesehen und auch immer so ein bisschen gewartet, bewegt sie sich nicht. Ich habe sie immer gesehen, wusste, es ist ein Vorhang, habe sie trotzdem gesehen. Moritz Linden hat heute einen Lauf, er schrieb, um von Ghost Hunter auf Ghost Sitter umzusandeln, müsste man erstmal einen Geist gefunden haben oder der Geist einen. Nee, wir hatten als Kind, als ich klein war, wir hatten im Hof, also von unserem Hof gingen so alte Garagen ab, wo irgendwelche Bauern ihren Kram untergestellt haben. Und da war halt eine Garage, da stand eine alte Schubkarre mit so einer Plane drüber, keine Ahnung, von einem Trecker. Von einer Treckerkabine oder irgendwie sowas, halt so eine alte Stoffplane. Und also auf der hochgekippten Stütze von dieser Schublade sah halt so ein bisschen aus wie so eine Figur. Und ich weiß nicht, wie oft ich gesehen habe, wenn man da mal irgendwie reingegangen ist, dass das eine Plane über dieser Schubkarre ist. Und wenn ich sie aus dem Augenwinkel gesehen habe, wahrscheinlich, wenn ich da heute vorbeilaufen würde, würde ich sie immer noch sehen. Und ja, das ist abgefahren, ne? Es gibt auch, also bei uns im Treppenhaus, wenn auf einer bestimmten Stelle eine Jacke oder irgendwas über dem Geländer liegt und ich gucke, ich gehe die Treppe runter, denke ich jedes Mal, unser Pflegehund liegt da. Weil das einfach aus dieser Perspektive, es sieht einfach so aus. Aber halt wirklich nur für so 4 Schritte maximal und danach halt nicht mehr. Und ich kann mich dem nicht erwehren. So ja, aber das ist halt, die Pareidolie funktioniert ja immer, auch wenn du weißt, dass es eine ist. Deswegen kannst du ja auch nach den Jesus-Toasts googeln und wirst sehr schnell merken, dass dein Gehirn immer noch das zeigt, was du meinst aus der katholischen Sozialisation, wie Jesus ausgesehen haben könnte, was aber bereits ja auch schon wieder total, wäre ein anderes Thema. Ich habe aber noch nie einen Sven Fössing auf einem Toast gesehen zum Beispiel. Also es sind immer nur Jesusse. Das ist viel zu lecker, das weiß die Leute sofort. Meinst du, ach so, die werden sofort aufgegessen? Ja, das ist halt einfach. Ne? Ich habe noch nie einen Sven Fössing im Nutella erkannt. Also noch wenigen Kindern oder der weißen Frau sagen wollte, wenn du so Untersuchungen machst und weißt, welche Geistergeschichten da vor Ort sind, dann kann es auch sein, dass du mit einer ziemlich verstärkten Erwartungshaltung natürlich hingehst und dann irgendwas passiert und dann siehst du sie plötzlich, weil du sie unbedingt sehen möchtest. Ja, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich ja sagen muss, ich sehe bei dem Jesus-Toast, ich sehe immer Marlene Dietrich, ich kann mir nicht helfen. Also vielleicht liegt auch das auch an meiner Sozialisation. Aber genau, Sozialisation macht natürlich was aus. Na gut, das ist das. Ich wollte noch sagen, bitte? Es gibt natürlich auch. Das war das Virgin Mary Toast, wo ich die Marlene Dietrich drin sehe, nicht Jesus. Also ganz so schlimm ist es noch nicht. Marlene Dietrich hatte keinen Sven Fössing-Bart. Vielleicht sah Marlene Dietrich aus wie Virgin Mary. Das weiß man nicht. Kann nicht sein. Erzähl. Eigentlich wollte ich nur noch was Schönes sagen, nämlich also zu diesen Schlafparalyse-Phänomenen. Da fand ich richtig gut,
dass wir eben bei dieser WTF-Sache in Leipzig, ganz subtile Schleichwerbung, wtf-leipzig.de, dass wir da nämlich im Publikum eine Rückmeldung hatten, die eine Frau, die gesagt hat, dass seit sie verstanden hat, was das ist, weil sie das gelegentlich erlebt, es ihr viel besser damit geht, weil es vorher, also dieses im Aufwach- oder Einschlafprozess zu sein und sich nicht bewegen können, das war mega unangenehm und umso mehr Angst du hast, desto schlimmer wird es ja, weil du dann im Halbschlaf bist und die Angst sich dann immer weiter mit Fantasie vermischt. Und das Spannende war, ich fand die Rückmeldung so schön, dass sie gesagt hat, seit sie verstanden hat, dass das ein ganz natürlicher Prozess ist und man keine Angst haben muss und dass das auch sofort wieder weggeht, ist das jetzt überhaupt nicht mehr beängstigend für sie. Und das ist eben das Schöne bei dem rationalen Erklären von Phänomenen, wenn Menschen dann eben so davon profitieren. Ja, absolut. Ich liebe diesen Zustand. Also ich, weil ich dann das Gefühl habe, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, kann ich nochmal wieder einschlafen. Du bewertest den offensichtlich völlig anders. Okay. Okay, was machen wir denn jetzt mit all unseren Erkenntnissen? Weil die sind ja jetzt nicht so anders als zu Anfang der Sendung. Ne? Das Einzige, ich würde sagen, wir sind uns auch nicht so richtig im Klaren darüber, was Lydia angestoßen hat. Was machen wir denn, wenn wir auf eine Person treffen, deren Glaubenskonstrukt so vehement ist, dass man da nicht durchdringt? Ich meine, das rührt ja an die Diskussion, die wir laufend haben. Was machen wir mit Menschen, die... Ja, aber Punkt 1 ist natürlich erstmal, solange es der Person gut damit geht und die damit bei anderen keinen Schaden anrichten, müssen wir dann da was machen. Also ja, Informationen anbieten würde ich immer machen, aber grundsätzlich muss ich die ja nicht tot diskutieren, weil das jemand für sich irgendwie... Ich meine, vielleicht fühlt sich jemand dadurch seiner verstorbenen Großmutter nahe, dass die durchs Haus spukt, und dann ist es ja auch irgendwie in Ordnung. Ja. Aber du bist doch der Erste, wenn wir jetzt so eine Person hier im Talk hätten, der dann macht. Und der dann sagen würde, ja, also ich erkläre es mir so und so. Ja, aber halt mit einem entsprechenden Duktus. Also, ja, mag sein, aber... Auch immer mit dem Duktus, wenn du es nicht annehmen willst. Ja, natürlich. Klar. Wieder egal. Ganz ehrlich, ich gehe auch nicht in Diskussionen rein, wenn jemand nicht mit mir diskutieren will. Also was soll das, ja? Ja, das verstehe ich. Also wie gesagt, außer jemand macht jetzt irgendwie. Also wenn jetzt jemand seinen Kindern damit Angst macht, dann... Ja, klar, das haben wir ja gesagt, wenn jemand bei anderen damit Schaden anrichtet. Und der Tom macht das anders. Bei Tom ist es eh anders, weil du wirst ja eh gerufen, weil Leute sich von dir Hilfe erwarten. Die Hilfe, die du ihnen dann gibst, ist vielleicht nicht das, was sie erwartet hatten. Aber bei dir ist es ja anders. Bei dir melden sich ja per se schon Leute, die Hilfe brauchen in irgendeiner Form. Ja, das schon. Und die Vielzahl ist eigentlich auch dankbar, wenn wir rationale Gründe liefern können. Mhm. Vor allem in erster Linie die Ängste nehmen. Mhm. Und wenn wir halt feststellen, da könnte vielleicht was mehr im Argen sein, dann können wir auch Kontakt zu jemandem halt herstellen, der vielleicht da was helfen könnte, wie Sebastian. Aber wenn sie per se nicht wollen, dass man ihnen rationale Gründe... Da können wir auch nur denen das liefern, diese Erklärungen, und vielleicht ein paar Links geben zu irgendwelchen Seiten, wo sie mehr Erklärungen, wo sie das nochmal lesen können. Aber mehr können wir dann da auch nicht tun. Wenn sie es unbedingt glauben wollen, dann ja. Hast du denn zum Abschluss noch irgendeine Geschichte, wo die Erklärung so abgefahren war, dass unsere Leute im Chat sich bemüßigt fühlen, das Smiley-Face und die Klatsch-Emojis auszupacken? Nein, gerade. Ich kann ja, es gibt viele. Ja, irgendwas, was wirklich fünfmal um die Ecke war, wo man wirklich schwer drauf kommt. Ja, dass bei einer Familie in Köln durch den Spiegel im Kleiderschrank des Schlafzimmers ein Wendigo-Dämon aus der indianischen Dämonologie eingetreten ist. Und ein Ghost Hunter-Team im Auftrag von zwei Medien, die via Telefon zugeschaltet einen Exorzismus durchgeführt haben und das Haus mit einem Salzkreis umziehen mussten. Und haben dann den Spiegel, damit der Dämon nicht nochmal hineinkommt, mit Geschenkpapier zugeklebt.
das ist makes ernst. Total sense, wirklich, ja. Das ist ernst. Mit Geschenkpapier. Und wir haben dann Kontakt zu dieser Klientin bekommen, haben dann natürlich vor Ort aufgeklärt und hier mit Dämon und so weiter. Sven, halt durch. Ich war so frei, das öffentlich zu machen und ja, Endeffekt war wieder was anderes. Okay. Das ist ein Aber die, das waren Leute, die im Prinzip für eine rationale Erklärung offen gewesen wären oder zumindest damit irgendwie klarkamen, dass du gesagt hast? Dem Moment ja, aber die Klientin ist dann später dann auch zu einem Medium mutiert. Selbst? Ja, selbst. Aha. Da werden wir wieder bei Selbstwertdienlichen. Ja. Ja. Kann man Geld mit verdienen. Genau. Ja, also Sven, ne, ich meine, du würden zwar jegliche Freundschaftskontakte dann einstellen, aber es wäre ein einträgliches Geschäft, glaube ich. Ich gehe jetzt erstmal direkt gucken, wo meine Kinect ist. Ja, bei dir glaubt man jeden Scheiß, weil du so ein Netter bist. Ja, ja, ich mach aber, das. Aber ne? Grundsätzlich muss ich doch mal einwerfen, die allermeisten Leute, die irgendwelchen ESO-Scheiß verhökern, werden von irgendjemand anderem selbst wieder ausgebeutet. Reich werden damit echt nur sehr, sehr wenige. Also es okay. Ja. Ihr könnt ja mal. Das erzähle ich euch sonst nachher. Aber dass das Selbstwertdienliche ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, die viel stärkere Motivation bei ganz vielen solchen Leuten als das Geld. Ja. Ist ja nicht umsonst so, dass Ghost Hunter eben auch in irgendwo hingehen, in irgendwelche öffentlichen, leerstehenden, was auch immer, Gebäude und da halt ihre Sachen machen, weil wo sie kein Geld kriegen. Also das ist ja jetzt tatsächlich nicht... Tom, das geht nicht. Du kannst nicht was anreißen und es dann nicht erzählen. Das geht nicht. Ich muss kurz googeln. Nach der Adresse. Einen Moment. Nach der Adresse? Adresse, Telefonnummer, Bild, ja. Geht doch einfach mal bei der Dame vorbei. Nein. Was kommt jetzt? Ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen. Mhm. Und zwar googelt mal nach Institut für Geistererscheinungen und paranormale Phänomene. So, das macht jetzt mal auch alle. Klingt natürlich im ersten Moment seriös. Geistes Institut für Geister? Für Geistererscheinungen und paranormale Phänomene. Und gut, der Begriff Institut ist schon mal nicht geschützt. Aber ich lande da tatsächlich beim IGPP, wenn ich das eingebe hier. Also das, echt? Das ist. Nee, das ich ist. Auch. Das ist eine Seite. Ja, wie kann ich eine Nachricht hier bei Zoom reinstellen? Ich finde es nicht. Da in den Chat. Institut für Körper, Geist und Seele, Fußpflege, Kosmetik shoppen. Ja. Ach so, nee, IFGPPM. Genau. Wimdif.com. Genau. Also, was? Ja, das ist, kommt bei Google nicht an erster Stelle, aber IGG? Da gibt es. Ich setze das mal. IFGPPM.SIMDIF.com. Was ist denn das für eine geile. Schick mal den Link, bitte. Ist in diesen. Nein, das Chat ist gar kein Problem. Alle, wenn Sie uns folgen wollen, dann gehen Sie auf IGGPPFXE34. Ich hab's mal in den Chat reingesetzt. Herzlich willkommen bei Lena Serafina Medium Group. Ich wollte gerade sagen, wir beschäftigen uns seit Jahren mit Magie, Alchemie, Geistheilungsmethoden, Jenseitskontakten, Kartenlegen und mehr. Okay. Wir arbeiten auch mit Ghost Huntern zusammen. Und befinden sich beim Aufstieg in die fünfte Dimension. Was? Und was willst du jetzt? Was willst du jetzt von meinen lustigen Fachleuten hören? Das ist scheiße. Das war eines derer, die da diesen indianischen Dämon gefunden haben. Ah, okay. Das überrascht jetzt gar nicht so sehr an der Stelle. Wirklich nicht. Ist jetzt gar nicht so überraschend. Aber im ersten Moment würde man natürlich in der Szene denken, in der Community, die haben vielleicht was drauf, weil das doch recht seriös ist. Weißt du was, Tom? Nee. Nee, da sind zwei Riesenengel davor. Ja. Was ist denn das, wenn da schon steht, wir beschäftigen uns seit Jahren mit Magie, Alchemie, alten Lehren, da machst du doch in meinem Hirn schon alten Und dann ist es schon vorbei in meinem Kopf. Sie verkaufen Elektrosmog-Neutralisatoren und Transponder-Chips zum an die Armbanduhr hängen und ja. Sehr schön finde ich übrigens auch, wenn wir gerade auf der Seite sind, es gibt einen Button über uns und einen Button, das sind wir. Ich frage mich gerade, was der Unterschied ist. Ich guck mal. Ah, das ist über uns. Ich wollte jetzt nur mit zeigen, mit was ich es immer mal wieder zu tun habe. Also, die Seite schreit danach, macht das euch erinnert mich lustig, aber an bitte. Das
Ja, das große Thema, dass es immer Menschen gibt, die esoterische Angebote also anbieten und gleichzeitig vor den unseriösen esoterischen Angeboten waren. Da muss ich immer besonders hart lachen und ein bisschen muss ich gerade in diese Richtung denken. Ja, hier Ghost Hunting Teams, Elektrosmog, Schutz vor Elektrosmog, unsere Produkte. Ich hätte mal eine Frage zu dem Home E-Smog Neutralizer, der 10 Jahre Garantie hat. Wie wirkt sich diese Garantie aus? Also du meinst... Ich schicke mal eine Mail eben kurz. Und nein, bitte. Lass die Leute nicht Leute trollen. Das bitte nicht. Also auch wenn jetzt irgendjemand im Chat, ich meine, jetzt sind hier 1,2000 Leute, bitte lasst diese Menschen in Ruhe, wenn die euch nichts tun. Okay? Das wäre mir schon sehr wichtig. Aber das ist nicht seriös. Das ist der Mobiltelefonchip, ein hochwertiger Transponderchip. Da kannst du wahrscheinlich irgendwas neutralisieren. Das gibt es auch noch für einen Laptop ein und für den Microwave. Und, oh meine Fresse. Oh Gott, ist das ein Scheiß. Wie funktioniert ein elektromagnetisches Feld im Organismus? Ja gut, das ist dann das Gerät, was man dann für Heilpraktiker verkauft. Da ist man dann bei 1380 Euro. Aber da seht ihr mal teilweise, mit was ich es auch so zu tun habe, wenn es um Aufklärung geht. Ah ja, das ist wirklich... Okay, Holm? Damit ein Austausch beim Stoffwechsel stattfindet, befinden sich in der Zellmembrane sogenannte Membranpumpen, die eine elektrische Spannung erzeugen. Stimmt das? Ja. Dadurch wird das Membranpotenzial aufgebaut. Wird die Zelle gereizt, sinkt das Membranpotenzial und die Zelle entlädt sich. Dann kommt es zur Aufladung. Es ist alles ein bisschen simplifiziert, aber es sind, sagen wir mal, Versatzstücke aus der Zellbiologie, die man irgendwie, wahrscheinlich aus irgendeinem populärwissenschaftlichen Text sich rausgeklaubt hat. Das macht man ja mit der Physik nicht viel anders. Also, Und die sagen, sie können bei der Magnetfeldtherapie irgendwas... Ja gut, das ist wieder das schöne Beispiel mit, ich stehe drauf. Also alles, was diese elektrischen Felder in Zellmembranen, also man muss gucken, wie dünn eine Zellmembran ist. Wenn ich da irgendwie Millivolt anlege, an Spannung habe, dann habe ich da schon ein riesen elektrisches Feld in diesem Ionenkanal drin, weil der einfach so kurz ist. Okay. Wenn ich jetzt mit irgendwelchen elektrischen Feldern von außen komme, das ist wieder der berühmte Effekt mit, ich stehe vor der Disco, höre den Bass wummern, tappe mit dem Fuß mit und erwarte, dass sich dadurch in der Disco was verändert. Das ist Quatsch. Also. Aha, sehr schönes Beispiel. Auf jeden Fall, dieses Gerät kostet 1380 Euro. Also, ja, okay. Ich sag mal, ich würde es nicht kaufen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Sagen wir es einfach so, wir würden es nicht kaufen. Und ich würde auch allen davon abraten, das Geld auszugeben, wirklich. Deswegen sind wir da wieder bei den Gefahren, wo Menschen, die verzweifelt sind, dass die dann eben auch sowas reinfallen. Und da sind wir wieder bei der Frage, wann ist es halt harmlos und wann nicht mehr. Selbst wenn die Überzeugung harmlos ist, öffnet sie die Tür für genau das. Und das ist immer die Grenze, wo es schwierig wird. Ja, aber es ist deswegen, halt auch... Ja. Bitte, es ist halt auch einfach sehr wohlfeil, dass wir uns da jetzt darüber lustig machen, es ist wirklich einfach. Also ich meine, da ist ja jeder Satz irgendwie lädt wirklich, mein Hirn explodiert gerade. Aber das ist halt auch irgendwie, ich fühle mich dann auch so ein bisschen billig und beschmutzt, da jetzt Witze drüber zu machen. Auch wenn mein Alp, der Perverse, auf der Schulter sagt, sag es. Weil mir die Menschen dann doch leid tun, die sowas glauben kaufen. Und weil die sowas kaufen. Ja. Und auch wer weiß, ob die nicht vielleicht ganz liebe Leute sind da jetzt, die... Vielleicht nicht, ich weiß. Wahrscheinlich schon, aber es ändert ja nichts daran, dass das an sich halt erstmal absurd ist und ich finde es auch okay, über was Absurdes zu lachen. Also, ja, natürlich, klar. Ich meine, als du da diesen Pferdeversteher-Automaten gezeigt hast, da war es bei mir auch vorbei. Also das, gar keine Frage. Da sollten wir übrigens eine Nachfolgesendung mal machen. Denn ich glaube, wollen die Leute alle was über Pferde? Ich habe keine Ahnung von Pferden. Nein, das muss man auch nicht haben. Aber du hattest diese komischen Dinger, die man an den Computer anschließt, wo man dann Pferden irgendwas aus dem Arsch lesen konnte. Ich weiß es nicht mehr. Also es war völlig irre. Ja gut, kannst auch mal einmal Wasser reinstellen. Aber ja. Was unterscheidet gute von schlechten Orgoniten? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich zunehmend unwohl...
auf eine Art damit, über Leute zu lachen, die an sowas glauben, aber ich habe eigentlich keine Hemmungen, über Leute zu lachen und die bloßzustellen, die damit richtig Geld verdienen. Und das weiß ich ja gar nicht, ob das bei denen wirklich der Fall ist, ob die jetzt richtig da was verdienen. Ja. Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube nicht. Ja. Ich frage mich gerade, was ist in diesem Chip für 29 Euro, in diesem Laptop-Chip, was dieser Chip ist. Das, also ein kleines Tütchen, den darfst du ja nicht aufmachen. Aber ich will ihn aufmachen. Ich will, dann bestell ihn. Ja. Mach ihn auf. Ich glaube, dieser erschlägt mich, wenn ich bei so einem Laden was auf diese Adresse bestelle. Ich habe ein Postfach. Ja. Also, das meine ich jetzt nicht, um mich jetzt wirklich. Mich interessiert da einfach, was ist da drin. Lass es zu mir schicken. Ich habe da kein Problem damit. Ja. Stimmt, okay, du bist ja in der Nähe. Genau. Das machen wir. Kein Problem. Die 29 Euro sind mir wert. Alles klar. Aber übrigens, mein Vorschlag zum Ende wäre, dass man, wenn man die Zeit hätte, mit einem Menschen näher zu diskutieren, der wirklich solche Überzeugungen hatte, aber das hatten wir ja schon oft, dass man dann ja wirklich schauen kann, gibt es eine Alternative für das, was die Person bekommt. Zum Beispiel könnte man, ohne dass die Person sich schämt, weil sie etwas geglaubt hat, was so nicht zutraf, könnte man ihr das trotzdem vermitteln, dass das okay wäre, dass sie sich nicht schämen müsste, weil sie halt keine Erklärung gefunden hat, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht die Informationen hatte, um es so zu verstehen. Und wenn die Person sich aufwertet durch das Gefühl, mit Übersinnlichem in Kontakt zu sein, wäre ja die Frage, gibt es andere Möglichkeiten, sich wertvoll zu fühlen und eigene Stärken zu erkennen, die nicht darauf basieren, zu glauben, man könne beispielsweise mit Toten reden. Also vielleicht könnte man eben Alternativen erarbeiten, wenn man die Zeit hätte, mit so einem Menschen intensiver dann doch mal ins Gespräch zu kommen, je nachdem, wie nahe man so einer Person steht. Ja, aber wenn sie niemandem was antut damit. Ja, nicht das Antun, sondern eher das, also bei denjenigen, die die Angebote machen, sehe ich das Problem, dass sie halt Menschen potenziell schaden, selbst wenn sie es nicht wollen. Wenn zum Beispiel diese ESO-Angebote eine Person vor sich haben, die schwer psychisch krank ist und nicht erkennen, dass diese Person eine Behandlung braucht, sondern dann Exorzismus anbieten und irgendwelche Salzkreise streuen würden, dann wäre das ein Schaden. Dann würde nämlich die adäquate Hilfe nicht gegeben und es würde eine falsche, vermeintliche Hilfe angeboten. So. Ja, das oder auch nicht. Menschen auszunehmen, auch wenn die Person das Angebot ernst meint und daran glaubt, wäre es ja vielleicht doch ein Schaden, der entsteht. Das ist ein Problem. Und bei der anderen Seite, bei der Person, die eben die Überzeugung hat, die ist einfach sehr vulnerabel für jede Art von auch fragwürdigen Angeboten, die auch Ängste vergrößern können, die finanziell zur Ausbeutung führen können, zu all dem, was eben dann die Folgen sein können, wenn die Überzeugungen nicht reflektiert werden. Das ist ja das Problem. Es hört ja meistens nicht auf an dem Punkt. Was auch natürlich was Problematisches sein kann, was mir jetzt gerade so auffällt, und wir sind immer noch in derselben Gruppe wie eben, wenn ein Gruppenmitglied ein anderes Gruppenmitglied als ihre Meisterin bezeichnet, dann klingt seit 10 Jahren, dann klingt das für mich auch zumindest nach einem potenziell problematischen Abhängigkeitsverhältnis. Oh. Also jetzt komme ich, wie gesagt, aus der asiatischen Kampfkunst, wo man auch mit allen möglichen Titeln um sich schmeißt, aber es klingt auf den ersten Blick, ich finde den Begriff Meister schon, ist schon, da klingelt schon. Lasst uns zum Ende dieses tatsächlich dann doch noch sehr erkenntnisreichen Unterhaltung noch ganz kurz auf die Dinge hinweisen, auf die wir immer hinweisen sollten. Also Tom, das haben wir schon gemacht, wir können den Stream, das Streamlabs-Ding, wie heißt das? Streambot? Ich weiß es nicht mehr. Nochmal darauf hinweisen, nochmal Tom Pedals Kontakte reinzuballern. Man kann tatsächlich bei euch mitmachen und aktiv Leuten helfen. Streamlabs tatsächlich, ja. Genau, bei den Ghost Huntern NRWUP. Und das andere Ding mit UP, das ist das von Lydia Holm und Bernd, nämlich die GWUP. GWUP, heute schon gewuppt. Da kann man ja auch nochmal, also insbesondere auf den wunderbaren Blog von Bernd Harder hinweisen. Und wir haben auch, da kann man auch mitmachen und sogar Mitglied werden. Genau. Und, man kann sogar zu dem Thema, das wir heute Abend hatten, Geister, haben wir hier in Augsburg am nächsten Montag, also um die Frage vom Anfang zu beantworten, Halloween ist am nächsten Montag, am 31. Und da haben wir hier in Augsburg um 19.30 Uhr einen Vortrag genau zu dem Thema über Spuk und Geister in der stadtbekannten Kneipe Annapam in der Bäckergasse um 19.30 Uhr. Das war super. Da gibt es den Bernd Harder, Getränke, Geister und Corona. Sehr gut. Nichts wie hin. Und Tommy? Und eine allerletzte Anekdote. Ich war vor einiger Zeit in L.A. und da war ich natürlich auf einer dieser vielen schönen Stadtführungen, die ich gerne in meiner Freizeit auch genieße. Und da standen wir vor dem Knickerbocker Hotel. Und ich weiß nicht, ich traue Bernd zu, dass er weiß, worauf es hinausläuft.
Das Knickerbocker Hotel in L.A. ist nämlich Schauplatz gewesen einer sehr bekannten Seance. Ui. Die Partnerin von Harry Houdini hat 10 Jahre lang offenbar an Halloween immer eine Seance abgehalten, weil sie glaubte, sollte es doch was Übersinnliches geben, dann würde es ihm auf jeden Fall gelingen, sich zu melden und dann könnten sie gemeinsam sozusagen beweisen, dass es Geister gibt. Dort der war das. 10 Jahre lang, also die 10. war auf jeden Fall auf dem Hotel, dieses Knickerbocker, also auf dem Dach dieses Hotels, dieses Knickerbocker Hotels. Und sie hat dann beim 10. Mal, also beim 10. Jahr, als er tot war, wieder keine Info von seinem vermeintlichen Geist bekommen. Und das Schöne fand ich dann das Resümee. Sie hat dann aufgehört, eine Kerze neben seinem Foto anzumachen und hat gesagt, 10 Jahre auf einen Mann warten, das reicht. Sehr gut, ja. Sehr man gut. Kann also durchaus auch seine Überzeugungen widerlegen, vielleicht, super. Wenn man bereit ist dazu. Super, ist so überhaupt eine tolle Abschluss. Geschichte, die Harry Houdini-Geschichte. Kann man wirklich mal wunderbar auf Wikipedia und Co. lesen. Ich wurde gerade noch darauf hingewiesen, per Schnellnachricht, dass wir vielleicht, wenn Herr Waschkau gesund genug ist, am Donnerstag eine Alle-Bekloppt-Folge machen um 20 Uhr hier. Also bitte findet euch ein, wenn ihr Fragen zu bekloppten Themen habt. Schauen wir mal. Also ich werde das an dem Tag dann erfahren und da freue ich mich dann, wenn ihr vorbeischaut. Der Sven freut sich, wenn ihr vorbeischaut auf seinem Twitch-Kanal, oder? Bist du wieder aktiv? Wenn ich wieder so langsam jetzt anfange zu streamen, dann ja. Genau. Auf jeden Fall, da laufe ich sehr gerne. Genau. Apropos bekloppt, Tommy, wann ist jetzt große RTL Samstagnacht-Premiere? Ah, ja. Das. Also am Samstag um 20.15 Uhr auf RTL, dass ich das nochmal sagen würde, ist so irre, gibt es nochmal eine Samstagnachtfolge, die heißt RTL Samstagnacht, das Wiedersehen. Das ist eine, ich glaube, sie ist geschnitten auf 2,5 Stunden Show. Die war vorher sehr lang. Lydia, kannst bezeugen, du warst da. Es war unfassbar lang und wir haben alle gedacht, deswegen haben sie vorher nicht gesagt, wie lange es wird. Waren es 3, 3,5 Stunden? Es war irre. Unfassbar. Es war unfassbar. Wow. Wir fanden kein Ende. Ohne Pause. Ja, ohne Pause. Kein Pipi machen, keine Plastikbecher verteilt, gar nichts. Die ist jetzt, glaube ich, so 2,5 Stunden und ich kann wirklich nur sagen, also es waren viele Dinge, die wirklich witzig waren, aber es war für uns vor allem wirklich die emotionalste Achterbahnfahrt, die wir uns jemals nicht hätten erträumen können. Das war total krass. Also als die bei der Probe, die Samstagnacht Allstars, dieses na da 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 gespielt haben, einfach nur als Probe, um mal einen Soundcheck zu machen, haben Wiegald und ich uns angeschaut, die Haare haben sich aufgestellt, was bei Wiegald sehr lustig aussieht, die Augen wurden nass und wir waren völlig unvorbereitet, weil wir haben echt gedacht, ganz banal, wir kommen halt dahin, ach, das wird doch bestimmt ganz nett und da machen wir noch mal ein paar lustige Witze und wir gedenken Mirko und so weiter, aber dass das so einen Effekt hat, hätte niemand von uns gedacht, niemand, und das hat also Wiegald hat mir dann mal irgendwie geschrieben, eine Woche später, es wird langsam besser oder so. Und Wiegald ist jetzt nicht gerade derjenige, der, wie soll ich sagen, also der hat schon was Holmoides an sich, wo ich denke, da ist er emotional recht stabil gebaut. Aber den hat es auch voll erwischt. Und ja, das war wirklich krass. Und ich kann wirklich nur sagen, schaut euch das mal an, meldet euch über Twitter und Co., wie ihr das fandet. Also für uns im Auge des Sturms war es krass, einfach nur. Wie war es denn für dich, Lydia? War das unterhaltsam oder hast du irgendwann nur noch die Blase zusammengezwickt? Nö, also ich fand es interessant, weil ich hatte ja erwähnt, dir gegenüber, glaube ich, dass ich noch sehr jung war. Ich war also minderjährig, als ich Samstagnacht schaute und mir ist erst jetzt aufgefallen, wie viele sexualisierte Witze ich damals nicht verstanden habe. Ich saß da und dachte, war das schon immer so sexualisiert? Nun, okay, das fand ich spannend. Aber ansonsten war es natürlich auch so eine Nostalgienummer, weil früher in meiner Klasse haben das auch alle geguckt. Ich möchte also damit anmerken, dass viele Menschen, die zu jung dafür waren, diese Sendung geschaut haben, wirklich. Und früh sexualisiert wurden. Es einfach nicht gerafft haben, würde ich mal behaupten, zum großen Teil. Also, und wir haben ja dann in der 10. Klasse Abschlussfeier hatten wir ja dann RTL Samstagnacht tatsächlich in der Schulaula auch nachgespielt. Das hast du mir nicht gesagt. Gibt es Fotos? Ich habe irgendwo tatsächlich Fotos und ich hoffe, ich finde die, weil ich hatte die mal zu einem Klassentreffen mitgebracht und dann falsch weggeräumt. Aber sobald ich die finde, werde ich sie dir mal zeigen. Das ist unfassbar, wirklich. Deswegen war das also für mich eher so eine Art
Nostalgie-Zeitreise, also auf eine andere Art emotional als für dich, aber durchaus auch sehr spannend und emotional und auch unterhaltsam. Also faszinierend. Ich fand, dass gerade bei den News, Entschuldigung, wenn wir euch alle jetzt da irgendwie noch als Hostages halten, bei den News einen Gag, den fand ich wirklich richtig gut. Also wir haben wieder zwei Newsblöcke gemacht. Der war, dass irgendein... Genau, ein Schwarzer in New York wurde wegen illegalem Waffenbesitz festgenommen. Er hatte 5 Messer im Rücken. Und das fand ich wirklich, weißt du, da bist du erst so, Moment, stopp, nein, geht nicht, Moment mal, clever. Den fand ich, der kam wirklich durch die Hintertür, fand ich ziemlich gut. Und auch ein paar andere Sachen, die wirklich gut funktioniert haben. Für mich war es sehr abgefahren, nochmal eine Folge Far Out zu drehen, weil Mirko ja nun leider nicht mehr da ist. Und Lydia, du kannst zumindest bezeugen, wir haben einen Ersatz gefunden, der deswegen funktioniert, weil er kein Ersatz ist. Das war faszinierend. Also Chapeau, muss ich sagen. Chapeau, wirklich. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ja, genau. Also darauf haben wir... Holmoid. Also ich meine jetzt nicht, dass ich ein Problem damit hätte, mit Wiegalt verglichen zu werden, aber Holmoid. Also es ist doch Holmoid. Also wir hatten schon mal Holmesk, aber ich finde Holmoid eigentlich noch besser, muss ich sagen. Weil da könnte man vielleicht auch überlegen, ob es vielleicht Holmoiden gibt. Weißt du so... Ich weiß nicht, was die für Geräusche machen, aber fällt uns bestimmt noch was ein. Und dann müssen wir noch hinweisen, genau, den Blog haben wir gesagt. Lydia, deine Sendung beim MDR kommt wann? An Halloween offenbar abends 22.45 Uhr, aber bestimmt auch schon in der Mediathek. Wie gesagt, Spuk, Leben mit dem Unheimlichen. Spuk-Leben mit dem Unheimlichen. Jawohl. Bin auch gespannt, wie wir das zusammengeschnitten haben, weil die Aufzeichnung ging, ich glaube, 6 Stunden. Und daraus wurden 45 Minuten knapp. Ich bin sehr gespannt, was jetzt drin geblieben ist. Genau, also keine an dieser Stelle keine Gewähr dafür, dass das so zusammengeschnitten ist, dass Lydia... Ja. Genau. Wir und? Werden dann sehen. Ich habe aber gute Hoffnung, genau. dass es gut wird. Also ich habe schon mit Fernsehteams 6 Stunden zusammengehockt und am Schluss kamen 3 Minuten raus. Oder gar nichts. Oder gar nichts. Gar nichts. Sehr gut. Genau. Ja. Und du wirst ja in der Regel wenigstens bezahlt dafür, ja. Gelegentlich, aber auch nicht immer. Und dann noch der Hinweis, das hatten wir ja vorhin schon mal, es gibt von Bernd und von Ulrike Schießer ein tolles Buch. Das heißt Fakt und Vorurteil. Und Holm. Das von Bernd? Holm. Entschuldigung, natürlich. Holm. Bernd schreibt seine Bücher schon selbst. Ja, der Bernd schreibt seine Bücher selbst. Und ich habe es ja für dich signiert bei der Con. Also völlig schmerzfrei. Sven, gibt es bei dir denn irgendwie außer deinem Twitch-Kanal, der langsam wieder hochdümpelt, irgendwas, was du noch promoten oder erzählen oder loswerden möchtest oder vielleicht unterstützen willst? Muss ja nicht unbedingt von dir sein. Ich kann jetzt sagen, ich glaube seit gestern oder so ist offiziell am 11.11. ist die nächste Pen and Paper Tabletop Runde hier Horde. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mit Gronk. Mit Gronk, Liza, Punk, Marvin, Gifford, also und meiner Wenigkeit. Genau. Ja, ansonsten fällt weil mir weil die nicht genug Zuschauer haben, ne? Da, ja, das genau, ist immer ich schade, muss dass da keiner ein bisschen, guckt. Ne, wie viel waren es beim letzten Mal? 60.000? Ich weiß es nicht. Das ist völlig irre. Ja, so es ist schon ziemlich eine krasse Zahl. Ja. Genau, das war. Das reicht ja auch dann. Das reicht und auch. Wir können demnächst uns mal wieder zum Schiffchen fahren auf deinem Kanal vielleicht. Das wollte ich jetzt mal die Tage mal wieder reinschmeißen, weil ich bin auf der BuCon wirklich gefragt worden, wann denn die nächste Nuptos kommt. das ist kein. Also ich dachte, ich gehe zur BuCon-Stunde, überrasch mal die Grit und aber es waren wirklich witzig, viele Leute, die ich kannte oder die mich auch kannten, das war sehr... Darauf angesprochen haben. Das ist ziemlich abgefahren. Genau, und irgendwas hattest du noch mit... irgendjemand von euch hatte mit Tom Pedal noch irgendwas vor, aber ich habe es jetzt vergessen. Wer war das? Lydia und ich nachher. Lydia und du nachher, so. Genau. Klärt das bitte unter euch. Und okay, dann vielen, vielen Dank. Ich werfe jetzt das Outro an. Der Werbung ist genug getan. Die Noob-Tours kann man nirgendwo nachgucken. Die sind für immer verschwunden. Da muss man schon dabei sein. Bis nächste Woche, wo wir das Thema noch nicht wissen, ne? Eigentlich schon. So, wie ist es denn? Wie laut Esoterik. Ist es? Esoterik.
Esoterik. Ach ja, richtig. Nächste Woche sprechen wir mit Katharina Nokun und Pia Lamberti über die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Jawohl. Stimmt, genau, natürlich. Das ist ja super, super, super. Zwei ganz tolle Autorinnen. Richtig, so schaut es nämlich aus. Da haben wir voll die Stars bei uns. Bis dann. Auf Wiedersehen und Hören. Danke, Ciao. Sven. Danke. Ciao. 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 Bitte, bitte, endlich!